Herzlich willkommen zum 114. Netzpolitischen Abend. Ich freue mich sehr, dass auch im Publikum jetzt hier auf der Seabase wieder einige Leute da sind, dass wir auch hier miteinander reden können, dass wir hier ein sehr spannendes Podium haben. Zunächst mal noch mal die Ansage, der Hashtag ist wiederum NPA114, unter dem kann man auch Informationen oder Nachfragen später stellen. Es ist ein besonderer Abend, weil wir einmal das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hier zu Gast haben und weil wir eine Politikerin aus dem Regierungsbündnis hier ebenfalls zu Gast haben und tatsächlich ins Gespräch miteinander kommen wollen aus diesen verschiedenen Perspektiven. Und das ist insofern nochmal anders als sonst die netzpolitischen Abende, auf denen eher einzelne Vorträge gehalten werden. Zugleich ist es ein besonderer Abend, weil die Aktualität des Themas, nämlich die Frage nach der Sicherheit in der digitalen Welt, angesichts des Krieges nochmal eine ganz besondere Rolle gespielt haben oder eine Rolle spielen, gerade deutlich wird, wie wichtig diese Fragen sind und wie gefährdet diese Welt eigentlich ist, wenn wir nicht da tatsächlich Lösungen finden. Von Cyberwar, Cyberangriffen oder auch nur digitalen Sitzblockaden wird jetzt relativ viel darüber geredet und wir werden sicherlich nicht in das Thema genau einsteigen, aber wir werden eben schon diese Fragen nach den digitalen Möglichkeiten der Sicherheit ansprechen. Die Idee für dieses Gespräch heute Abend ist aus dem Projekt Dialog für Cybersicherheit entstanden. Wir haben ja selbst als digitale Gesellschaft einige Jahre gemeinsam mit dem Nexus-Institut das Projekt Institutionalisierung des gesellschaftlichen Dialogs für das BSI organisiert bis Ende 2020. Das Projekt wird inzwischen vom Nexus-Institut unter dem Titel Dialog für Cybersicherheit weitergeführt und da kam eben diese Anregung, doch mal ein solches Gespräch hier auch auf dem netzpolitischen Abend zu führen. Ich werde jetzt gleich die Teilnehmenden hier noch mal genauer vorstellen. Danach werden alle die Möglichkeit haben, kurze Statements, Referate zu halten und dann werden wir auf dem Podium auch diskutieren und in manche Fragen vielleicht noch mal genauer einsteigen. Nach einiger Zeit werden wir also mal erst hier auf dem Podium diskutieren und dann wird es aber auch die Möglichkeit geben, gegen Ende, dass Fragen aus dem Publikum hier vor Ort gestellt werden oder eben, dass Sie in dem Chat Fragen stellen können, die dann hier eingebracht werden oder eben auf Twitter. Ich stelle jetzt etwas unsystematisch vor und fange mit Ihnen, Herr Dr. Gerhard Schabhüser, an, der hier in der Mitte sitzt. Er ist eben der Vizepräsident des BSI, also des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das Bundesamt ist die Cybersicherheitsbehörde des Bundes und Gestalter einer sicheren Digitalisierung in Deutschland. Und das BSI ist im Geschäftsbereich des Bundesministeriums, des Bundesinnenministeriums angesiedelt. Herr Dr. Schabhüser ist Mathematiker und ist schon seit 1991 im BSI und dort immer insbesondere für Kryptographie zuständig gewesen, jetzt eben Vizepräsident. Frau Tabea Rössner ist zugeschaltet, aber Sie sehen sie hier natürlich auch. Sie ist Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen und Journalistin gleichzeitig. Sie ist jetzt wieder aktuell im Bundestag gewählt worden und ist die Vorsitzende des Ausschusses Digitales im aktuellen Bundestag. Neben mir sitzt Lilith Wittmann. Sie ist Softwareentwicklerin, IT-Sicherheitsexpertin und Aktivistin aus Berlin, die sich selbst als Krawall-Influencerin bezeichnet. Sie
hat im März 2021 vor allem auch die Sicherheitslücken in der Luca-App aufgedeckt und Lücken in der Wahlkampf-App der CDU, wo dann die CDU zunächst mal Klage erhoben hat und die erst zurückgezogen hat, als es sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit gab und klar wurde, dass es vielleicht besser ist, Lücken zu schließen, statt diejenigen, die dagegen vorgehen, anzuklagen. Aber damit haben wir natürlich auch eines der Themen schon deutlich gemacht. So, und ganz rechts von mir an dem anderen Ende sitzt Professor Dr. Rüdiger Weiß. Er ist Mathematiker an der Technischen Hochschule hier. Er ist zugleich aber auch Hacker, Krypto-Experte, Kryptograph-Experte und er ist im Vorstand der Digitalen Gesellschaft. Und Rüdiger Weiß wird jetzt auch zunächst mal mit dem Vortrag anfangen. Und der Vortrag heißt Demilitarisierte Zone Internet statt Cyberwar. Und er greift eben auch ein bisschen diese aktuellen Fragen auf und wird vielleicht etwas länger als die vorgesehenen 5 Minuten vortragen. Aber ich denke, dass damit der Aktualität auch entsprechend. Ja, herzlichen Dank. Also ich muss mich gleich vorab entschuldigen. Ich habe den Vortrag eigentlich seit heute Morgen mehrere Stunden dann immer überarbeitet, weil die Entwicklung im Moment sich ja teilweise überschlagen und ich kann an so einem Abend halt auch nicht anfangen, ohne mein Entsetzen über den Krieg in Europa zu äußern. Und es fällt mir jetzt auch schwer, aber ich denke, das ist auch unser Job, dann die inhaltlichen Sachen doch zu machen. Und ich habe mal versucht, da einen relativ weiten Ansatz zu machen, um mal wirklich zu erklären, warum jetzt diesen Titel, den ich normalen Zeiten auch ungern gewählt habe, im Moment gerade sehr schnell am Eskalieren ist. Und aus dem Grund will ich als erstes mal grundlegendes Internet erklären in einer Folie. Theorie war damals, also das ist eigentlich keine Theorie, das ist ein Netz, das einen Atomkrieg überstehen sollte. Also es sollte sehr robust sein. Man ist davon ausgegangen, dass alles lesbar und änderbar ist und man mächtige Angreifer, sogar in einigen Modellen übermächtige Angreifer hat. Ist die Frage, ist das eine Einschätzung von Paranoiden? Vielleicht, aber das ist eigentlich ein ordentliches wissenschaftliches Herangehen, dass man für den schlimmsten Bereich plant. Bei Kryptografen ist es auch sehr in der DNA, dass man immer mit dem Schlimmsten und noch mal ein paar Schritte weiter vorgeht. Das ist eigentlich unser tägliches Handwerkzeug. Und denke ich auch, vernünftige Ingenieure bauen auch Geräte so, dass sie ein bisschen Sicherheitsspielraum haben. Sicherheitsmodell im Internet ist alles ist lesbar, alles ist änderbar für übermächtige Gegner und die Art, dass man übermächtige Gegner im Moment das übermächtig leider auch streichen sollte, dazu werde ich in den nächsten Folien noch ein paar Worte machen. Internet existiert, weil es unsicher ist. Es gibt eine ganz kurze Form von Brunstein, der hat bei seiner Verabschiedungskolloquium gemeint, Unix ist nur Multics, das ist übrigens ein Cloud-System mit ausgeschaltetem Zugriffsschutz. Ich fand das wieder einen brillanten Brunstein-Zitat, ehrlich gesagt. Okay, die ganze Konstruktion war so, dass es anarchisch gewachsen ist aus dem Hochschulbereich. Es wurde TCP gemacht, das ist von Hochschulen, Hackern an Hochschulen gemacht. Und auch, sagen wir mal, das im Lehrbuch stehende Grundregel ist RAF Consensus, also irgendwie einigermaßen eine gemeinsame Grundlage und Running Code. Und damit ist das Internet hochgekommen. Aus dem Grund entstand das Internet und ist konstruktiv auch nicht möglich, da was groß zu ändern. Das jetzt nur noch einmal, damit wir mal einordnen können, wie verletzlich dieses System ist. Es ist halt dann auch nicht besonders clever, das mit verlässlichen Netzen zu machen, aber im Moment haben wir halt die Situation, dass da leider sehr viel da ist. Da könnt ihr mal gucken, die Videokonferenz ist, glaube ich, im Moment gerade weg. So, im Moment geistert durch die Medien auch die Sache, Hacker machen dies, Hacker machen das. Und das ist zum großen Teil wirklich ein propagandistischer Missbrauch, ehrlich gesagt, des Begriffs. Die Lage ist allerdings noch dramatischer, als jetzt da auf Details einzugehen, was natürlich auch sehr interessant wäre.
Das Problem ist, dass die Sicherheitslücken, die jetzt Staaten für Cyberwar nutzen können, halt digitale Lücken sind. Die kann im Prinzip jeder, der kundig ist, benutzen. Also insofern ist die Frage, was die Staaten an Cyberwar können, das Hacker schon längst, ja. Und das kann relativ schnell eskalieren. Zum einen, weil jetzt sicher einige Leute mit gutem Willen, aber auch einige nationalistische Hacker da meinen, jetzt eine zusätzliche Kriegszone zu eröffnen. Und das ist schon wegen der grundlegenden Konstruktion des Internets keine besonders clevere Idee. Auch irgendwie massive staatliche Operationen in dem Bereich sind in einem sehr verletzlichen Umfeld eher doch deutlich abzulehnen. Hier gibt es dieses alte Putin-Zitat, wo er meinte, Hacker sind freie Menschen, das sind wie Künstler, die stehen morgens auf und hacken dann ausländische Dienste. Ja, also ich muss sagen, es ist gängige Geheimdienstpraxis natürlich, der Hacker vorzuschieben. Was ich ein bisschen gruselig finde, ist allerdings, dass die Sicherheitslage so ist, dass in der Tat hyperintelligente junge Russen mit schlechtem Benehmen in der Tat guten Schaden da anrichten können. Das sage ich jetzt gar nicht kokettierend. Ich bin Mathematiker und Schachspieler, also meine Verehrung der russischen Intelligenz ist sehr hoch ausgeprägt. Das will ich mal ganz deutlich sagen. Und ich bin auch irgendwie ein älterer Professor mit Kleingarten. Ich verkaufe hier nichts. Wenn ich jetzt Sachen sage, die sich dramatisch anhören, dann sind es Sachen, wo ich mir in der Tat mehrere Stunden halt auch mit mir gerungen habe. Ich muss es aber in der Härte sagen, weil die Technik ist einfach in ein, zwei Folien demonstrierbar. Digitale Waffen sind kopierbar. Der NSE ist mit Shadow Brokers ihr ganzer Werkzeugkasten weggekommen. Das sind Massenvernichtungswaffen im Digitalen, die sind weg. Die sind kopierbar, die sind, es haben viele Leute da unter Umständen Zugriff in dem Bereich. Was ist da rausgesponnen? Da ist Eternal Blue rausgebrochen, da hatten wir WannaCry, das waren sogenannte Würmer. Ich möchte die zwei Zeros hier auch noch einmal zitieren. Wir haben Zero-Day-Lücken, also Lücken, die nicht gepatcht sind, und wir haben Zero-Click-Lücken, das bedeutet, die können sich wie ein Wurm durchs Netz fressen. Dass da selbst hochtalentierte Studenten, die da was Mieses programmieren, Schaden anrichten können, da kann man in der Wikipedia auch das Thema mal Morris-Wurm nachschauen. Weiterer Emotet war auch eine Sache mit Milliarden Schaden. Pegasus Ditto eine Sache. Es ist inzwischen nicht allzu schwierig. Pegasus Source Code ist inzwischen reingeniert. Und das ist ein Angriff an alle Apple-Geräte, also insofern ein kleines Python-Skript. Schau, ob du ein Apple-Gerät bist, wenn ja, dann schicke diese SMS, die sich dann reinwühlt. Übrigens sehr, sehr nette technische, sehr nette Spielereien da im Pegasus. Aber wirklich durchaus, also jetzt nicht so, dass ich noch nie das gesehen habe oder die Idee, aber es war handwerklich schon ziemlich, ziemlich top, also da deutlichen Respekt. Allerdings das Problem ist, wenn da einer irgendwie schlecht gelaunt ist oder einer an den Pegasus-Code kommt und das dann losliegt, dann haben wir auf einmal eine Milliarde Geräte. Ich hatte, wenn es jetzt nicht eine Kriegsveranstaltung wäre, also zu Kriegszeiten wäre, hätte ich inzwischen dann auch mal die satirische Bemerkung, das ist ein Business-to-Consumer-Business-Modell, alles wegzuverschlüsseln und dann sich Lösegeld über Digitalwährung zu zahlen lassen. Das hätte ich in der Tat äußerst ausführlich dargestellt. Das fehlt uns heute leider die Zeit. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, diese Tools sind da. Und vielleicht eine kleine zynische Fußnote. Es war für mich interessant, dass die Amerikaner Assange das letzte Mal umbrennen wollen, als sie mitgekriegt haben, dass die Shadow Brokers, also dass dieser Werkzeugkasten rausging, war meine erste Reaktion, offensichtlich haben sie mitgekriegt, was da passiert ist. Also das ist trotzdem kein akzeptables Verhalten, aber das noch mal zur Einordnung. Muss man fairerweise sagen, in Amerika gibt es da Juristen, die sagen, dass das juristisch etwas problematisch ist, Leute in anderen Botschaften zu erschießen. Also insofern muss man das alles relativ positiv sehen. Wenn hier immer die Diskussion ist, Hacker sind jetzt auf der einen Seite oder andere Seite, möchte ich doch mal zumindest für den organisierten Hacker-Teil mal unsere
Grundregeln, Sachen, die Jahrzehnte alt sind und nicht besonders ausführlich sind. Aber ich musste grinsen, dass da, glaube ich, jeder Einzelne nicht unbedingt mit autoritären Denkweisen vereinbar ist. Alle Informationen müssen frei sein. Misstraue Autoritäten, das freuen die Leute auch nicht so richtig. Fordere Dezentralisierung, beurteile Herr Gann nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht und gesellschaftliche Stellung. Für die ganzen Leute, die nicht klug genug waren, zu erkennen, wenn man sagt, dass man die Leute nur nach ihren Leistungen, und dann haben wir es da unten auch nochmal ausführlich aufgedröselt. Dann kommen wir zu anderen Sachen, die sich im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt haben. Mühle nicht in andere Leute ihre Daten und öffentliche Daten nützen, private schützen. Da muss ich jetzt, im Vorgespräch haben wir gesagt, dass BSI jetzt 30 Jahre gibt, ist inzwischen auch schon eine relativ lange Zeit, dass da vielleicht überhaupt keine Konflikte konstruiert werden sollten in einer ohnehin etwas instabilen Weltlage. Die aktuelle Sicherheitslage, ganz kurz nur, Exchange-Lücke, also alle Mails, praktisch alle Firmenmails sind betroffen, die sind immer noch nicht gepatcht. Ich habe nicht nachgeguckt, wie lange das her ist, aber es ist ein Weilchen. Java, die ganze Business-Sache, ob SAP oder Oracle, läuft in Java und sehr viele haben dieses Log4j drin und das ist auch schon wieder albern, wie einfach das auszunutzen ist. Auch teilweise übers Netz. Also was mich inzwischen aufregt, dass nicht mal der Gag ist, da muss man ein kleines Skript schreiben, sondern inzwischen gibt es Web-Interface und Mausklick-Interface, was natürlich für die Hacker-Ehre noch nerviger ist, um ein bisschen zynische Anmerkungen zu machen. Es ist inzwischen klickbar. Es gibt inzwischen auch das schon als Service. Industrialisierung ist eine Sache, die wir nachher auch diskutieren. Fast alle Industriesteuerungen sind im Zweifelfall getroffen. Wir haben ein Stuxnetz gehabt, das hat einen Cyberangriff der Amerikaner oder anderer Sachen auf die iranischen Sachen durchgeführt und hat möglicherweise dann für eine gewisse Zeit zu einer militärischen Entspannung geführt. Das ist nicht, dass ich das rechtfertigen will, ist allerdings eine interessante Beobachtung. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass ich schon ewig Vorlesungen mache und dass das Sabotieren von Pipelines ein eigenes Forschungsfeld ist. Also da gibt es mehrere, über Jahrzehnte mehrere Sachen da und das ist in Standardlehrbüchern drin. Und das macht mir in der aktuellen Situation auch ein bisschen Sorge in dem Ding. Kommen wir zu den Versuchen, irgendwie da noch was rauszumachen. Und da ist mein erster Punkt Schwachstellen, insbesondere die, die wir jetzt bei Eternium Blue und jetzt bei Pegasus haben, die Zero-Clicks sind, die Zero-Knowledge, das kann man nachher noch machen. Zero-Knowledge werde ich die Bezahlung machen, dann viel Spaß bei der Nachverfolgung gegen mathematisch ausgeklügelte Algorithmen. Wird irgendwie weniger spannend als diese Rapperin in Amerika, die 3,4 Milliarden wischen wollte. Waschen, Entschuldigung, jetzt da. Kommen wir dann also zu den Schwachstellenmanagement auf. Da ist Punkt 1, im Moment haben wir die Situation, dass unter anderem durch den Paragraphen 202c für Sicherheitsforschende im Moment eine unsichere Position da ist. Dazu werden wir später natürlich noch mal aus einer anderen Sicht, glaube ich, noch mal eingehen können. Das geht nicht. Und ich bin froh, dass der Justizminister gemeint hat, dass nach Jahren der Gesetzesexzesse der Großen Koalition jetzt mal eine rechtsstaatliche Prüfung von einigen Sachen kommt. Ich hoffe, dass das dann auch ist. Da werde ich allerdings auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich sage es hier auch noch mal ganz deutlich, ich bin Verstärkung der Unabhängigkeit des BSI und hilfsweise auch in der aktuellen Situation, auch ohne Änderung der Organisation, für den Ausbau des BSI, ganz einfach, weil die Herausforderungen müssten jetzt allen Leuten klar sein, die sind relativ wenig zu machen. Und da bin ich langsam auch in einem Alter, wo ich irgendwie sage, wenn die Regierung mal versehentlich was Richtiges macht, dann kann man in einer Situation, wo alles relativ schwierig ist, sich vielleicht auch andere Kampfbereiche machen. Das bedeutet nicht, dass ich mit allem glücklich bin, aber ganz klare Ansage, das BSI muss auch. Das BSI hat auch, habe ich auch im Bundestag gesagt, bei dem Handelskonflikt mit China, also sehr deeskalierend agiert und hat auch dann weit über unser Land hinaus dadurch aus Respekt gewonnen. Und das ist eine Sache, die man in der Zeit, glaube ich, auch mal
positiv bewerten kann. Trotzdem muss eine Unabhängigkeit gemacht sein, weil Innenministerium ist in diesem ausgeklügelten System der Demokratie, wo einige Leute sehr starke Zugriffsrechte des Staates haben, anderes kontrollieren müssen. Das Innenministerium ist strukturell da auf der Seite, sage ich mal, als Altlinker der Repression. Und das macht einiges halt nicht schwieriger. Wobei ich würde heute vielleicht ein bisschen andere Worte benutzen. Ganz von diesen Worten werde ich allerdings, glaube ich, bis zu meiner Rente auch nicht abschwören. Mittelfristig brauchen wir für einiges eine zivilgesellschaftliche Lösung. Das sind ein paar Sachen, wo wir technische Sachen einfach genossenschaftlich oder so organisieren müssen. Da gibt es sehr viele vernünftige Sachen. Also nochmal ganz deutlich eine Forderung unmittelbar an die Politik, Beendung der Kriminalisierung. Ich habe es jetzt hier an dem Paragraph 220c gemacht, haben wir jetzt nicht die Zeit, das detaillierter zu machen, aber die erste Gesetzversion war verheerend. Wer sich das durchliest, bedeutet, dass jeder, der ein Passwort erzeugt, irgendwie möglicherweise unter das Gesetz fällt. Und das Bundesverfassungsgericht hat dankenswerterweise bei einer Klage da in der Zurückweisung sehr viel ausgeräumt, sehr viel Rechtssicherheit geschaffen über die Jahre, allerdings an einigen Stellen, und ich erlaube mir da dann wirklich den letzten Teil zu zitieren, ganz bewusst gesagt hat, dass einige der Probleme, Abwägung zum Beispiel Forschungs- und Lehrfreiheit versus dieser Gesetzeslage, sie da offen gelassen haben. Also insofern ist hier auch die deutliche Bitte. Und Frau Dr. Zevens hat ja schon gesagt, wir haben ja auch eine Anwesende da, die bei dem verdienstvolle Arbeitssicherheitslücken aufzudecken, da durchaus auch mit Problemen konfrontiert wurde. Und ich denke, da sollte man mal aufräumen. Und bei allen Gesprächen, die ich jetzt mit den Parteien in der Regierung und darüber hinaus geführt habe, war eigentlich da eine Bereitschaft, sich da die Sache noch einmal zu betrachten. Zum Abschluss will ich noch ein paar vielleicht etwas optimistischere Sachen sagen. Ich glaube, in diesen ganzen Auseinandersetzungen haben Demokratien einen strategischen Vorteil. Und dieser strategische Vorteil, den sollten wir nutzen. Und einer unserer großen Vorteile ist, dass wir Meinungsfreiheit haben und nicht Zensur fahren. Wenn wir jetzt anfangen, alle Medien wegzuzensieren, das können Autokraten besser. Unsere große Sache ist nicht das Militär, die Sache der Freiheit ist wirklich die Sache der Toleranz. Und das bedeutet, dass ich da von Frau Hall ein schönes Zitat gefunden habe, das immer dann Voltaire direkt zugesprochen wurde, aber möglicherweise hat Frau Hall da auch Voltaire nur schön formuliert. Also ich lehne es auf Schärfste ab, was Sie sagen, aber ich werde mit meinem Leben verteidigen, dass Sie das sagen dürfen. Das ist, glaube ich, ein Teil also unserer demokratischer DNA, und bei aller Aufgeregtheit sollte man das nicht immer vergessen in den aktuellen Schützen. Zweiter positiver Punkt: Demokratie schützt Menschenrechte. Die Datenschutzgrundverordnung ist einer der Meilensteine für den Schutz des Individuums und trotzdem einer der Sachen, wo irgendwie, glaube ich, die meisten Flüche von mir und anderen Leuten in den letzten Jahren abgekriegt haben. Ist schwierig. Also, ich kann es, glaube ich, nicht passender jetzt formulieren in der Kürze der Zeit. Open Source ist ein friedlicher Revolutionär. Es ist ganz lustig, also Trennung im Bereich Open Source, sogenannte Forks, habe ich jetzt auch mal ein bisschen so geschrieben. Nachher fühlen sich beide Partner möglicherweise gut und manchmal findet man sogar wieder zusammen. Also die Möglichkeit in Open Source was zu machen, und wenn dann irgendwie die Computer-Nerds immer seltsamer werden, was durchaus vorkommt, gibt es dann die Möglichkeit, die Arbeit weiterzuführen, und das ist irgendwie wirklich eine DNA von Open Source. Und ich muss jetzt auch keine Werbung mehr für Open Source machen, das habe ich seit Jahrzehnten gemacht. Inzwischen liefert Windows Linux mit aus, und in der ganzen Industrie hat man irgendwie Open Source fast flächendeckend in sehr vielen Bereichen. Trotzdem ist es, glaube ich, hilfreich, sich mal klarzumachen, dass nachher, wenn man auch in Organisationen kommt, also so konkrete Fragen, wie man zum Beispiel Sicherheitsgrundbaukasten zur Verfügung stellen, das durchaus nutzen kann. So, bin jetzt auch gleich
Dann am Ende, ich glaube, wir brauchen ein friedliches, ich bin Professor, also mich zu stoppen ist immer etwas anstrengend, ich weiß es, ja, entschuldige mich, ich beeile mich jetzt. Die bestehende Situation sollte dahin gehen, dass wir das, was funktioniert ist, also bestehende Strukturen stärken und weiterentwickeln, Unabhängigkeit, Zivilgesellschaft stärker integrieren. Wir sollen Schwachstellen schließen, anstatt das zu nutzen. Wir müssen Vertrauensanker schaffen. Das könnte vielleicht in der Version öffentlich-rechtlich und gemeinnützig ganz gut funktionieren. Es gibt auch Studien, die das schon mal adressieren, und erlauben Sie mir in der Zeit, wo es derart abgeht, irgendwie mit nur drei Worten zu schließen, allerdings aus einer freien Literatur, Datenbank, die im Internet allen zur Verfügung steht, mit einer wunderschönen digitalen Postwertzeichen, das in der Wikipedia auch frei zur Verfügung war. Und das ist die einfache Nachricht: die Waffen nieder. Das ist von Bertha von Suttner, und vielleicht erinnert sich Herr Putin an die Briefmarke, die war, glaube ich, gültig, als er hier stationiert war, und soll vielleicht auch dran denken, dass diese Sachen, die in Deutschland Friedenshoffnung mit Russland verknüpft haben, immer noch da sind und nicht so enttäuscht werden sollten. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Rüdiger Weiß. Wir werden sicherlich viele Fragen später noch mal wieder aufgreifen können, aber jetzt wollen wir zunächst mal von Lilith Bittmann hören, was Sie uns zu sagen haben, wo Sie Schwerpunkte setzen wollen. Also, ich hatte ja lange überlegt, ob ich heute Abend überhaupt komme, weil als ich gehört habe, dass die Ankündigung dieses Abends unter dem Titel Digitale Souveränität stand, war für mich eigentlich so klar, nee, hier läuft irgendwas falsch, weil souverän als Staat wollen wir im Internet eigentlich nicht sein. Und wenn wir in die Politik und in die Verwaltung schauen, dann haben wir häufig irgendwie so dieses Ding, dass seit 2019, 2020, da das Wort Souveränität im digitalen Kontext aufgetaucht ist auf einmal und jetzt die ganz große Fördermaschine anläuft für eine ganze Menge souveränen Quatsch, wo man Sachen, die es eigentlich schon in Open Source, in diesem Internet gibt, nochmal gebaut werden, aber diesmal aus Europa. Dass man quasi einfach so Unternehmen mal fördert, damit die Sachen nochmal bauen können. Weil, warum nicht? So funktioniert Europa. Und deswswegen finde ich, dass wir als Zivilgesellschaft diesen Begriff vielleicht nicht unbedingt benutzen sollten. Ich verstehe, dass viele von uns damit eher so persönliche Souveränität verbinden, aber das ist nicht das, was in der Verwaltung in der Regel ankommt, wenn wir über diesen Begriff sprechen oder in der Politik. Und ja, deswegen lehne ich ihn ab, aber ich habe mir überlegt, dass ich gerade aufgrund der heutigen Situation, ich meine, wir haben es gerade gehört und auch sonst, ist es vielleicht gut, dass wir gerade über diese ganzen IT-Sicherheitsthemen noch mal so ein bisschen reden, insbesondere den Hacker-Paragraphen. Ich meine, wir sind jetzt in der Situation, dass irgendwie die Bundeswehr auffordert, Sicherheitslücken in ukrainischer kritischer Infrastruktur zu suchen, während wir immer noch einen Hacker-Paragraphen in Deutschland haben, der es irgendwie illegal macht, das zu tun. Und das ist ganz schön absurd. Und natürlich müssen wir auch darüber reden, dass das BSI eine Sicherheitsbehörde ist und dass in Deutschland Sicherheitsbehörden Sicherheitslücken zurückhalten können. Und gerade wenn wir in so einer Kriegssituation sind, ist es vielleicht keine so gute Sache, dass das überhaupt technisch möglich, also rechtlich möglich ist. Und das muss man ganz dringend ändern. Und dazu gehört halt eigentlich aus meiner Perspektive auch, dass das ZERT-Bund, also sprich der Teil des BSIs, der quasi Sicherheitslücken bearbeitet und an dem man als zivilgesellschaftliche Sicherheitsforscherin Sicherheitslücken meldet, ganz dringend eigentlich aus dem BSI als Sicherheitsbehörde ausgegliedert werden müsste und man quasi eine eigene Einheit schafft, zu der man als Zivilgesellschaft Sicherheitslücken melden kann und die dann irgendwie ja, von den Leuten da bearbeitet und koordiniert werden. Ich weiß, das ist heute eigentlich nur so eine Aufgabe, die das BSI überhaupt macht, weil sie irgendwie finden, dass das gut ist und nicht, weil das irgendwie zu ihren Kernaufgaben gehört. Außer natürlich bei der Verwaltungsinfrastruktur, da ist es ihr Job. Aber meiner Meinung nach müsste man das halt einfach in eine extra Einheit ausgliedern und die kümmert sich dann um Sicherheitslücken und um Koordination und die muss halt so aufgestellt sein, dass sie eben keine Sicherheitsbehörde ist und wir als Sicherheitsforschende vertrauen können, dass wir da nicht verfolgt werden. Und dass die Lücken in keinster Weise irgendwie zurückgehalten oder missbraucht werden. Ich weiß, das wird mir immer wieder gesagt, dass das bis heute nicht passiert und das ist gut so.
Aber gerade in so Situationen wie jetzt wäre es ganz gut, eine Rechtssicherheit dafür zu haben. Ja, ich glaube, das waren so meine Kernpunkte. Ja, herzlichen Dank. Entschuldigung, ich hatte das Mikrofon nicht schnell genug angestellt. Das gibt ja viele Anknüpfungspunkte. Die Frage nach den Sicherheitslücken, nach Hacker-Paragraf. Und ich bin sehr gespannt, was Sie, Herr Dr. Schabhüser, zu solchen Fragen sagen, wie Sie das BSI aufgestellt sehen in diesen Fragen aktuell. Gut, das mache ich natürlich sehr gern. Und zunächst einmal muss ich natürlich Frau Wittmann maximal widersprechen. Herauslösen aus dem BSI ist eine völlig falsche Idee. Das gehört übrigens wirklich zu unseren gesetzlich aufgetragenen Aufgaben, wirklich Sicherheitslücken zu identifizieren und dafür zu sorgen, dass sie geschlossen werden. Steht in unserem Gesetz drin, machen wir auch so. Über den Rest komme ich gleich nochmal dazu, warum. Aber zunächst einmal bin ich froh, dass ich hier überhaupt sein darf, weil aus meiner Sicht ist es besonders wichtig, dass wir so eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung machen, um Informationssicherheit wirklich ans Fliegen zu kriegen. Weil ich glaube, das ist nicht eine reine technische Frage, da ist sehr viel Rechtsetzung dabei, aber auch Kultur in den Köpfen, und zwar sowohl bei den Software-Designern, wo ich immer noch glaube, dass das Thema Sicherheitsprogrammieren gar nicht vorhanden ist. Ich glaube, das ist ein Versäumnis auch unserer Ausbildung, das muss ich ganz deutlich so sagen, da müssen wir mal was tun. Also, wir haben was zu tun, wer weiß. Ja. So. Aber natürlich auch in den Köpfen der Nutzer. Nicht alles, was umsonst ist, ist unbedingt gut oder man zahlt mit anderen Dingen, zum Beispiel mit Daten und Ähnliches. Ich glaube, da kann man auch noch was tun. Und das gut hinzukriegen, glaube ich, ist eine gesamtgesellschaftliche Aktivität. Ich fand die beiden Impulse eigentlich deshalb schön, weil ein paar Punkte im Koalitionsvertrag sind ja echt super gut und ich will Frau Rössner da nicht zu viel vorgreifen, aber fürs BSI stehen da echt schöne Sachen drin. Zum Beispiel BSI als zentrale Stelle der IT-Sicherheit ausbauen, finde ich super gut. Schwachstellen sind dafür da, geschlossen zu werden. Das ist meine Interpretation, die da drin steht. Und BSI soll an dieser Stelle eine wichtige Rolle einnehmen, also den Coordinated Disclosure Process sauber nach vorne fahren. Das finde ich ist aus meiner Sicht äußerst interessant fürs BSI. Und da sind natürlich noch ganz viele tolle Anknüpfungspunkte dabei, wie europäische Ökosysteme für digitale Souveränität. Und das finde ich immer noch richtig. Das heißt nicht alles selber machen, aber eine gewisse Entscheidungsfreiheit und Bewertungsfähigkeit verstehe ich darunter. Und die brauchen wir. Das haben wir teilweise nicht. Wir hängen am Kanthaken von Anwendungen, die ich so nicht haben möchte. Was ich besonders interessant finde, sind auf der einen Seite, wie gehen wir mit dem digitalen Verbraucherschutz um? Ist ja eine neue Aufgabe des BSI im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 verankert. Und da, glaube ich, sind wir noch nicht in so einem gesellschaftlichen Konsens unterwegs, wie wir es zum Beispiel aus dem Verkehr kennen. Ne? Beim Straßenverkehr gibt es Akteure Staat, Verkehrsteilnehmer, Hersteller. Und wir haben uns darauf geeinigt, wie das laufen soll. Wer ist für was zuständig? Was muss der Fahrer mit dem Auto machen? Was muss der Hersteller garantieren? Und was müssen wir an Rechtsetzung haben? Und wie viel Sicherheit leisten wir uns? Wir haben immer noch so um die 300 Verkehrstote im Jahr, typischerweise in Corona-Zeiten jetzt weniger. Aber damit haben wir uns arrangiert derzeit. Also es gibt Seiteneffekte, die ungewünscht sind, aber wir leben damit. Ich glaube, das haben wir noch nicht so richtig, da müssen wir noch was tun. Und ganz konkret, da fand ich Ihren Impuls sehr schön, Open Source finde ich ja echt toll. Aber Open Source alleine ist nicht toll, so würde ich das mal sagen. Und Log4j, das Beispiel, hat, glaube ich, zwei Komponenten gebracht. Auf der einen Seite den Erfolg von Open Source, kommt überall rein, überall sitzt es drin. Aber eben auch der Schwachpunkt dabei, wir haben noch keine strukturierte Sicherheitsanalyse sichergestellt. Das Potenzial ist da, dass man Open Source gut analysieren kann. Ja. Aber es macht nicht unbedingt jeder. Das ist ein mehr oder minder unkoordinierter Prozess. Ja. Das würde ich gern strukturierter haben in der Zukunft, aber da kann man sicherlich auch viel draus machen. Der zweite Punkt, den ich bei Log4j als Schuppen vor den Augen fallen festgestellt habe,
wir wissen gar nicht, welche Module in welcher Software überhaupt drin sitzen. Als Log4j losging, waren alle hektisch am Suchen, bin ich betroffen, in welchem Produkt bin ich betroffen, wo kriege ich die Information her? Also gar keine Maßnahmen treffen im Sinne von absichern, weil man wusste ja noch gar nicht, wie man betroffen ist oder nicht. Und das passt, glaube ich, ein Stück was sehr gut wieder zum Koalitionsvertrag. Da stand irgendwas drin, wie das IT-Sicherheitsrecht fortentwickeln. Und ich glaube, da kann man was machen, untergesetzlich auch. Und aus meiner Sicht ist eines der wichtigsten Dinge, sowas wie eine Software Bill of Material zu haben. Also ein Beipackzettel für Software, wo drin steht, welche Module sind da überhaupt drin. So, und wenn ich da eine Schwachstelle habe, die werden wir immer irgendwann haben, dann ist das Suchen gar nicht so schwer, weil ich einfach in der Liste gucke, Mann, ich bin betroffen, ja oder nein, und kann schnell nacharbeiten. Wenn wir das alles hinkriegen in dieser Legislatur, fände ich das super gut. Damit würde ich erstmal stoppen. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Schabüser. Ich finde, es gibt jetzt schon eine Menge hier an Anregungen, auch für die Diskussion gleich. Tabea Rösner, Sie waren eben zwischendurch etwas abgeschaltet hier. Ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion oder die Vorträge alle mitgekriegt haben. Es tut mir leid, aber technische Probleme gibt es eben in solchen Situationen immer. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Beitrag. Wir sagen ja auch, Koalitionsvertrag sieht ja einige positive Entwicklungen vor. Wie sehen Sie die Möglichkeiten? Ja, ich hoffe, dass ich zu hören bin. Ich grüße ganz herzlich ins CBase und wäre gerne vor Ort, aber das war mir leider nicht möglich, deshalb kann ich halt nur zugeschaltet sein. Und ich habe zwar ein bisschen zeitversetzt die Folien auf meinem Zweitgerät angeschaut, aber ich habe, glaube ich, die meisten Punkte auch mitbekommen, auch wenn der Ton hier ein bisschen leise ist. Ja, Herr Schabüser hat mir ja vieles vorweggenommen, deshalb weiß ich gar nicht, ob ich so viel zum Koalitionsvertrag jetzt im Moment sagen will. Ich will aber nochmal auf den Begriff der Souveränität eingehen, weil die Souveränität ein Thema ist, das uns im Bundestag natürlich jetzt gerade auch in diesen Tagen ganz massiv beschäftigt. Wir sehen mit den Angriffen Russlands auf die Ukraine, welche Bedeutung die Souveränität eines Staates hat. Das ist der Anspruch eines Staates, grundsätzlich ja unabhängig von anderen Staaten und selbstbestimmt in der eigenen staatlichen Gestaltung auch nach innen zu sein. Und im äußersten Verteidigen der Menschen mit Waffen dieses Recht. Wir stehen den Menschen natürlich in der Ukraine bei der Verteidigung dieses Rechts an der Seite. Die weltpolitische Lage ist brandgefährlich. Die Eskalationsspirale dreht sich weiter und es gilt daher unbedingt besonnen zu handeln. Ja, Angriffe gab es auch schon vor dem militärischen Angriff, nicht nur auf die Ukraine, auf die Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. Herr Weiß hat es ja ein bisschen aufgefächert, was es für Angriffe gab. Wenn wir also über Souveränität sprechen, dann meinen wir natürlich auch die digitale Souveränität. Und der Staat hat die Aufgabe, er muss dafür sorgen, gerade auch in Krisen und Kriegssituationen digital kommunikations- und handlungsfähig zu sein. Daher ist die digitale Souveränität essentiell. Wir sehen, dass an der derzeitigen Situation, welche Macht ja digitale Systeme haben. Jetzt hat Google oder Alphabet oder YouTube, Russia Today und Sputnik blockiert oder Google Maps Staufunktion ist in der Ukraine eingeschränkt, um Menschenbewegungen nicht detektierbar zu machen. Auch Menschen, Unternehmen, andere Institutionen der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft müssen im digitalen Raum selbstbestimmt handeln und entscheiden können. Und die wichtigste Grundvoraussetzung dafür ist natürlich auch eine leistungsfähige und sichere digitale Infrastruktur. Und hier sind wir mehr als zurück. Wir müssen daher dringend den Glasfaserausbau ja voranbringen, ein souveränes 5G-Netz in Deutschland und Europa aufbauen. Und über die digitale Souveränität haben wir in der letzten Wahlperiode ja gerade im Zusammenhang mit chinesischen Zulieferern von Komponenten für das 5G-Netz sehr intensiv diskutiert.
Aber die digitale Souveränität ist natürlich mehr als Infrastruktur. Es ist ein sehr weiter Begriff. Und die zahlreichen Hackerangriffe und Datenskandale zeigen sehr schmerzlich, wo es hakt. Wir haben unsichere digitale Infrastrukturen, wir haben unsichere Geräte, wir haben erhebliche Abhängigkeiten von einigen wenigen Anbietern und wir haben eine fehlende Rechtssicherheit, gerade auch für Verbraucherinnen und Verbraucher, wie aber auch für Unternehmen. Herr Schapiser hat den digitalen Verbraucherschutz angesprochen als eine, die in den letzten Jahren sich sehr intensiv um den Verbraucherschutz gekümmert hat, habe ich das sehr eng begleitet. Und so kann Vertrauen ja nicht entstehen. Und Vertrauen in die Privatheit von Kommunikation sowie in die Integrität digitaler Infrastrukturen, in die Geräte, in die Anwendungen, das ist zwingend notwendig, dieses Vertrauen zu haben, sonst vergeben wir ja Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für Europa. Für technologische Unabhängigkeit brauchen wir klare rechtliche Vorgaben wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, unabhängige Aufsichtsstrukturen, vielfältige digitale Ökosysteme und verstärkte Eigenentwicklungen und Produktionen. Open Data, Open Source, Open Government, das muss das Leitprinzip sein. Nachhaltig abgesicherte und verlässliche Open-Source-Lösungen sind die Grundlage für die digitale Souveränität und auch für die Innovationskraft und brauchen dringend die Förderung. Und Herr Schapiser hat eben Log4j ja angesprochen, gerade die Zivilgesellschaft, die Ehrenamtlichen im Bereich von Open-Source, die müssen gestärkt werden. Und der Sovereign Tech Fund ist da ja ein richtiger Ansatz. Wir wollen, so haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart, freie und offene Software stärken. Und die öffentliche Hand muss hier natürlich vorangehen. Das ist schon ein Meilenstein, was wir im Koalitionsvertrag dort festgehalten haben. Der Staat muss seiner Schutzverantwortung gerecht werden. Wir müssen weg von einer Sicherheitspolitik mit Hintertürchen, wie Lücken in digitalen Geräten, Sicherheitslücken insgesamt, auch weg von der Ausweitung von Videoüberwachung und anlassloser Vorratsdatenspeicherung. Stattdessen brauchen wir Security by Design. Die digitale Souveränität erreichen wir außerdem nur mit einem klaren Rechtsrahmen, der gleichzeitig Datenschutz und Datennutzung praktikabel und auch rechtssicher vereint. Und nur so können wir die Potenziale der bestehenden Datenbestände etwa für die ökologische Transformation auch wirklich nutzen. Die Datenschutzgrundverordnung, ich weiß, in der letzten Wahlperiode war das auch immer ein Thema, der Datenschutz sei angeblich der Bremsklotz für die Innovationskraft. Ich habe dem immer widersprochen, die DSGVO ist ein entscheidender Rahmen und mit dem Data Governance und Data Act werden nun weitere Maßstäbe gesetzt, wie etwa auch für die Datenportabilität und Interoperabilität. Es geht weiter darauf zu achten, personenbeziehbare Daten zu sichern, um eine sichere Nutzung auch zu ermöglichen. Mit Gaia-X starten derzeit wichtige Leuchtturmprojekte. Mit dem Marisch Space X soll ein maritimer Datenraum entwickelt werden, um beispielsweise giftige Munitionslast auf dem Meeresboden zu kartografieren oder Seegraswiesen zur Bindung von CO2 zu identifizieren. Und es gibt Infrastrukturinitiativen wie zum Beispiel Struktura X, wo sich zahlreiche Cloud-Unternehmen zur Entwicklung gemeinsamer Infrastrukturen zusammengeschlossen haben. Davon wünsche ich mir insgesamt mehr. Nur so kann auch ein digitaler Aufbruch entstehen. Und der letzte Punkt, der für die digitale Souveränität auch zentral ist, ist digitale Bildung. Nur wenn wir wissen, wie etwas funktioniert, welche Wirkung es hat und wie wir es einschätzen können und wie wir welche Anwendungen auch nutzen, nur dann können wir auch, und so kann jeder Bürger und jede Bürgerin sich selbstbestimmt im Netz bewegen. Auch das gehört, finde ich, zur digitalen Souveränität. Ja, wir werden diese ganzen Anforderungen, und das sind ja viele Punkte sind genannt worden,
im Bundestag auf die Agenda setzen und auch im Ausschuss Digitales begleiten, auch wenn natürlich der Ausschuss für Digitales nicht federführend für all diese Themen zuständig ist, weil vieles weiterhin im Innenministerium, im Innenressort liegen wird. Aber es ist wichtig, dass wir die Digitalisierung auch wirklich gestalten und uns nicht gestalten lassen, und damit wir auch diesen digitalen Wandel auf die richtigen Bahnen lenken. Soweit vielleicht als Input von mir, und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, herzlichen Dank. Das ist natürlich wirklich eine riesige Latte von Aufgaben, die Sie jetzt genannt haben, wo man sich denkt, wie wollen Sie das eigentlich schaffen, in einer Wahlperiode zumindest die Weichen schon mal so deutlich zu stellen, dass es wirklich in solche Richtungen geht. Aber ich würde jetzt mal erst fragen, möchte von Ihnen jemand auf einen Beitrag direkt antworten oder auf ein Thema direkt nochmal eingehen? Also aus dem Podium. Ich würde vielleicht gerade noch mal auf dieses digitale Souveränität, was wir gerade sehr ausführlich gehört haben, kurz eingehen. Da wurde sehr lange über die Souveränität des Staates geredet und da, was wir alles digital fördern müssten. Das Ding ist, es kam kein einziges Mal vor, dass der Staat selbst souverän werden müsste, dass die Verwaltung Kompetenzen aufbauen müsste, dass wir tatsächlich im Staat Fähigkeiten und Kompetenzen brauchen, die uns heute gerade auf Bundesebene an jeder Ecke fehlen. Ich meine, dass wir als Zivilgesellschaft hinkommen müssen, Sicherheitslücken in der Bundesinfrastruktur finden müssen, von denen wir in letzter Zeit zuhauf gefunden haben, das ist nicht unser Job. Das ist der Job des Staates, die zu finden. Das ist der Job unter anderem des BSIs, die zu finden oder Software zu beauftragen und Software zu bauen, wo es diese Sicherheitslücken überhaupt nicht gibt. Und da hieß es jetzt... Dankeschön. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Es ging jetzt gerade ganz viel darum, dass wir eigene europäische Technologien in Antwort darauf bauen müssen, dass es die schon international gibt. Da ist das größte und meistgefördertste Projekt gerade meines Wissens nach die selbstsouveränen Identitäten neben Gaia-X. Selbstsouveräne Identitäten, wenn man sich das auf einer technischen Ebene anschaut, ist es eine Datenschutz- und Datensicherheitshölle. Was dann nämlich passiert ist, dass jeder von uns ein digital signiertes Zertifikat vom Staat bekommt und das dann online mit einem QR-Code-Scan überall reinstecken kann. Und die Use Cases, die mir das Bundeskanzleramt in diesem Kontext genannt hat, ist, dass man sich dann demnächst bei der Zalando-Bestellung im Internet ausweisen soll. Das sind auch Technologien, die irgendwie das BSI nie geprüft hat und die wir innerhalb von 2 Tagen abgeschossen haben. Und also nicht abgeschossen haben, sondern wo wir gesagt haben, das ist so unsicher, nehmt das mal offline, und dann ist das ja auch passiert. Und das sind Sachen, die passieren gerade mit 50 Millionen Euro plus Förderung unter dem Titel Digitale Souveränität. Und von diesen schlimmen Projekten haben wir einfach so viele, dass ich allein jetzt eine Stunde lang darüber reden könnte, was für problematische Dinge gerade gebaut werden. Und deswegen schön und gut, dass wir irgendwie als Gesellschaft souverän von anderen Staaten werden wollen, auch wenn ich nicht so ganz verstehe, warum wir das im digitalen Raum so tun müssen und warum wir nicht international sinnvoll Software bauen können, gemeinschaftlich, wie wir es jahrzehntelang gemacht haben. Wir brauchen nicht in der Softwareentwicklung auch noch Staatsdenken. Das ist gegen unsere Hackerethik, das ist gegen die Idee, wie wir das Internet gebaut haben, und das ist gegen alles, wie ich irgendwie in diesem Internet aufgewachsen bin. Und das beängstigt mich richtig, diese komplette Idee davon, dass wir auf einmal nationalstaatlich Software bauen. Ja, das ist in der Tat bei den Bezeichnungen für Förderprojekte immer so, dass ich dann eigene Dynamiken bin. Digitale Souveränität kann ich einen Teil der Kritik nach dem Motto nationalstaatliches Denken kann ich einfach auch mit dem Wort Open Source beenden. Dann gibt es da irgendwie keinerlei Probleme mit der Nutzung. Allerdings bei digitaler Souveränität möchte ich mal als zweimal gescheiterter Start-up-Unternehmer doch zu Protokoll. Ja, ich war jung und brauchte das Geld eigentlich nicht. Nein, ich habe jedenfalls ein bisschen Erfahrung aus der Sicht, und da ist was ganz Banales, wenn halt Daten nach Amerika transportiert werden. Da habe ich meinen Venture-Kapitalisten gesagt, das machen wir erst, wenn du nochmal 3 Millionen auf den Tisch legst für mögliches Prozessrisiko.
Also insofern ist die Frage, dass man möglicherweise an Stellen Souveränität hat, in dem Sinne, dass ich dann da vernünftig klagen kann, mit vernünftigen Sachen auch unter wirtschaftlichen Aspekten vielleicht zu diskutieren. Das ist eine sehr enge Beitrag zu dem Thema, aber vielleicht einen, den man auch berücksichtigen sollte. Und noch einmal, dass das sehr schwierig ist in der Verwaltung. Um es mal ganz knallhart zu sagen, wir schreiben gerade Professorenstellen aus und im Moment ist halt im Bereich der Computersicherheit das auf dem normalen Markt eine der gesuchtesten Qualifikationen und es ist sehr schwer, da was zu kriegen. Und noch einmal, die ganze Kritik ist da. Umgekehrt sage ich, es ist sinnvoll, wenn wir wirklich so dieses langweilige Deutsche dann machen, nämlich Genossenschaften und andere Konstruktionen, öffentlich-rechtliche Konstruktionen habe ich mal angemacht. Und übrigens, wer jetzt meint, was ist das wieder für Hippie-Gerede, liebe Leute, was funktioniert im Internet, zum Beispiel das C6 und so weiter, das ist alles genossenschaftlich organisiert. Also insofern muss ich noch mal sagen, wir sollten an einen Punkt kommen, wo dieses zivilgesellschaftliche Engagement, was immer belächelt wird über Vereinsmeierei und so weiter, dass wir das als gute Eigenschaft nutzen. Umgekehrt, da möchte ich der Vorrednerin deutlich recht geben, es gibt ein paar Sachen, die sind einfach staatliche Aufgaben. Und ich muss sagen, zum Beispiel das, was ich auch mehrfach gefordert habe, auch in einer Studie, die ich kurz erwähnt hatte, die auch den Titel hatte, Techniken für und wider digitale Souveränität, ist von 2017, ist auch schon wieder 5 Jahre her, also ein Teil der Diskussion bin ich nicht verantwortlich, da in dem Bereich ist es wirklich in meinen Augen nötig, ein paar wirklich Root of Trust zu schaffen. Also zum Beispiel mal ganz technisch für Industriesteuerung sollte es ein staatlich zertifizierte Linux-Distribution geben. Das kann aus Open Source nehmen, das kann kritisiert haben, aber ich möchte diese langweilige, ruhige, solide Arbeit von deutschen Verwaltungen da in die Open Source miteinander bringen. Und ich muss sagen, ich bin an einigen Stellen sogar relativ optimistisch, dass es mit dieser neuen Regierung da weitergeht, dass Subsidiarität da gesehen wird, da zivilgesellschaftlich gesehen wird. Ehrlich gesagt, ich wundert auch ehrlich gesagt, dass es irgendwie jahrzehntelang dauerte, bis man der CDU Open Source und diese anderen Denkweisen klargemacht werden, weil eigentlich, Entschuldigung, da kann ich meinen CDU-Vater zitieren, ist das eigentlich das, was durchaus verstanden wird, auch in konservativer Seite. Also insofern ist es erfreulich, dass es da vorangeht. Ich möchte wirklich sagen, wir sollen von staatlicher Stelle schauen, dass wir einige Sachen, und da muss ich auch sagen, das Zert sollte vielleicht sogar beim BSI sein, weil es ist ja verantwortlich halt für die ganze Struktur. Allerdings möchte ich auch mal ganz klar sagen, mit dem Schwachstellenmanagement, da bin ich wirklich sehr, sehr bemüht, irgendwie ruhig und sachlich zu bleiben, weil dieser Werkzeugkoffer, den die Amis geklaut kriegen haben, waren komplette freigeschaltet alle Windows-Systeme. Und diese amerikanische Armee hat Windows-Systeme. Wir haben Windows für Submarine in der englischen Marine. Diese Sicherheitslücke, die jetzt jeder dahergelaufene Hacker ausnutzen kann, hat das ganze Militär gefährdet. Und da war offensichtlich, hat es auch, also die Informationen, die ich aus der Richtung sehe, dass sie inzwischen irgendwie ein bisschen aufgewacht sind, dass das nicht funktioniert. Ich will es mal sagen, die absolute, und da bin ich jetzt nicht als politischer Vertreter, sondern als Sicherheitsprofessor da, die absolute Forderung ist, wenn irgendeine eine Stelle, staatliche Stelle, auch Polizei, mit Pegasus mitkriegt, dass da ein Zero-D, Zero-Click, also Wormable-Sache ist, dann muss das umgehend beendet werden. Sobald jemand das Pegasus in der Hand hat, dann muss das irgendwie staatlich gestanden werden, weil die Gefährdung für die gesamte Infrastruktur ist horrend. Noch einmal, das waren Angriffsmöglichkeiten an eine Milliarde iPhones, kann ich mit den Pegasus-Sachen, kann ich jetzt heute Abend noch zu Ende schreiben. Und das können andere Leute inzwischen mit einfacher Maus klicken, weil es das auch inzwischen als Service gibt. Also wenn da ein Zero-D und Zero- und Wormable-Sache ist, muss das unmittelbar geschlossen werden und es muss möglicherweise dann auch rechtlich da sein. Und unterhalten Sie sich mal mit den wenigen Erwachsenen, die im Militär da vielleicht dann nochmal mitdenken, dass das keine akzeptable Idee ist. Entschuldigung, ja, gut. Ich würde da ja doch ein paar Sätze zu sagen und ein wenig
weniger Emotionen da reinpacken. Ja. Aber vielleicht erstmal die Grundaussage, digitale Souveränität heißt nicht alles selber machen. Das finde ich, ist, teile ich Ihre Einschätzung, das ist grober Unfug. Das muss man nicht machen. Ich verstehe unter digitaler Souveränität wirklich Bewertungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit. Diese beiden Dinge haben, brauchen wir an dieser Stelle. Und das kann gerne Open Source basiert sein, das kann gerne auch von irgendwo herkommen. Dann bin ich ein Freund von geprüfter Sicherheit und nicht von deklarierter Sicherheit. Also muss man irgendwas daran tun an der Stelle. Und ich teile natürlich auch Ihre Einschätzung, das ist ja unser großes Credo. Ohne Informationssicherheit wird es keine erfolgreiche Digitalisierung geben. Also muss Security by Design von Anfang an drin sein und das muss auch geprüft werden. Wenigstens, wenn es kritische Anwendungen sind, wo ziemlich viel personenbezogene Daten oder Ähnliches dabei sind. Sind wir uns, glaube ich, alle hier einig, das müssen wir machen. Und das muss auch deutlich nach vorne getrieben werden. Was mir wichtig ist, ich glaube, das Thema digitale Identitäten, sowohl für Menschen, aber auch für Maschinen, ist aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung, überhaupt Sicherheit in Industriesteuereinlagen und Ähnliches hineinzubekommen. Weil wenn ich nicht weiß, mit wem ich kommuniziere, weiß ich auch nicht, welche Rolle er hat, weiß ich auch nicht, wie man sich entsprechend schützen muss. Also ich glaube, das Thema Identitäten als Voraussetzung für Sicherheitsprotokolle und Ähnliches sehe ich ziemlich weit vorne. Gibt schon ein paar. Kann man vielleicht auch anders machen, ja. Aber sehe ich als wesentliches Element. So, und Ihre Idee, sozusagen die deutsche Vereinsmeierei, so wie Sie sagten, zu nutzen, also Genossenschaftsstrukturen zu schaffen, das finde ich äußerst vernünftig, weil wir müssen nicht alles staatlich organisieren und wir sind ja gerade gut da drin, sowas zu machen hier in Deutschland. Und ich glaube, da sind wir auch in Europa mit Alleinstellungsmerkmal. Also gerne nutzen, aber soweit erstmal nach vorne. Und eine der wichtigsten Botschaften, die das BSI ja immer prägt, ist, Schwachstellen sind dafür da, geschlossen zu werden. Das kann ich einfach nur wiederholen, was Sie gerade sagten. Das ist eine echte Gefährdung. Gerade Schwachstellen, die mit einem großen Impact haben, müssen besonders schnell geschlossen werden. Da sind wir uns, glaube ich, hier auch alle einig. Obwohl ja, also gerade da eigentlich immer diese Frage entsteht. Es wird ja immer deutlich, wie viele Sicherheitslücken es gibt. Und die Frage entsteht doch immer wieder, ob Trojaner nicht doch möglich sein sollen und ob es nicht andere Interessen gibt, die dann dazu führen, dass Sicherheitslücken eben dafür auch offen gehalten werden. Vielleicht eine BSI-Perspektive an der Stelle. Es gibt viel zu viele Schwachstellen. Wir haben ja eigentlich den Zustand, dass wir mit schlechter Software leben oder mit schlechten IT-Systemen leben. Ich habe da so mein eigenes Narrativ. Ich glaube, das kommt daher, weil die IT eingeführt wurde als Ersatz der Schreibmaschine und da war das egal, ob das abstürzt oder nicht abstürzt. Und später kamen die Spiele dazu. Das hat dann hinterher die Grafik nach vorne getrieben und da spielte das auch keine Rolle, ob man abstürzt oder nicht abstürzt. Man hat ja einen neuen Avatar gestaltet. Das wird wahrscheinlich alles nicht einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten, aber es ist ein schönes Narrativ. Und diese Systeme haben wir jetzt auf einmal in staatlich und gesellschaftlich und wirtschaftlich wichtigen Systemen eingeführt und sind jetzt damit konfrontiert, dass wir sozialisiert sind auf schlechte IT. Und das müssen wir nochmal ändern. Das ist aus meiner Sicht das wesentliche Thema. Security by Design muss ein Dogma sein, was man unmittelbar umsetzt. Und das haben wir leider noch nicht. Vielleicht, auch noch kurz darauf eingehen darf. Also was die Ideen der Genossenschaften angeht, da sind wir auch sehr positiv gestimmt, dass das möglich wird, weil wir auch das Genossenschaftsrecht vereinfachen wollen und Genossenschaften insgesamt stärken wollen. Das ist das eine, was jetzt nicht unter den Digitalkapiteln vielleicht als erstes steht, aber was auf jeden Fall von der Idee richtig ist. Ich meine, wenn man jahrzehntelang fast schon, kann man ja sagen, eine Politik verfolgt hat, wo man eben nicht konsequent war, und das haben wir ja immer moniert, wenn man einerseits sagt, ne, man will die IT-Sicherheit voranbringen, aber gleichzeitig die Schwachstellen offen hält, weil man sie selber nutzen will oder vielleicht sogar
selber damit handelt oder sie erwirbt, dann ist das natürlich keine konsistente Politik. Und ich glaube, da hat jetzt die Ampelkoalition ja doch nochmal ein deutliches Zeichen gesetzt, dass sie da anders vorgehen will. Das heißt, es ist schon ein Paradigmenwechsel, der mit der neuen Koalition kommt. Und ganz so falsch stehen viele Sachen ja anscheinend nicht drin im Koalitionsvertrag, weil es ja auch von vielen Seiten gelobt wird. Und ich glaube, das Digitalkapitel ist wirklich ein gutes geworden. Aber es ist natürlich auch, und das muss man deutlich sagen, man kann jetzt auch nicht die Versäumnisse der letzten Jahre so Knall auf Fall von heute auf morgen alle beheben. Ja? Also das wird eine große Kraftanstrengung sein. Und ich bin auch deshalb mit dem Ukraine-Konflikt oder mit dem Krieg dort in mein Statement reingegangen, weil das wird ganz viel an Aufmerksamkeit und Kraft im Moment auf sich ziehen. Ja? Und wir sagen natürlich, das andere gehört dazu, dass wir sprechen von Energiesicherheit, wir sprechen auch von Sicherheit in unseren Infrastrukturen, in unserem alltäglichen Leben. Wir werden davon betroffen sein. Aber es ist eine große Kraftanstrengung, das zu machen. Wir wollen vieles auf den Weg bringen. Ja? Wir wollen ja auch die Datennutzung ermöglichen. Stichwort Dateninstitut. Das sind alles Konzepte, die aber auch noch nicht alle auf dem Papier sind. Die Regierung hat ja gerade erst losgelegt. Ne? Die ist erst ein paar Wochen im Amt. Das heißt also, wir müssen das jetzt alles sukzessive auf den Weg bringen. Und wenn dann die Krisen kommen und einen Krieg wie jetzt in Russland, das wird natürlich für uns nochmal eine ganz andere Herausforderung mit sich bringen, auch was die Finanzen angeht. Ja? Und deshalb, also die Ampel ist da, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg und hat viele gute Projekte und viele gute Ansätze, auch tatsächlich die Digitalisierung neu zu definieren und neu zu gestalten. Aber es braucht natürlich auch ein bisschen Zeit und es braucht da jetzt die Kraftanstrengung, das mit auf den Weg zu bringen. Und ich hoffe, dass wir das können. Meine Hoffnung oder auch meine Zuversicht ist in dem Sinne ganz groß, dass ich das Gefühl habe, wir haben nicht so viele selbsternannte DigitalministerInnen, die sich gegenseitig den Rang ablaufen wollen und sich gegenseitig behindern, sondern dass der Wille in der Koalition, glaube ich, schon da ist, wirklich was voranzubringen und dass man sich gegenseitig unterstützt. Ne? Also da glaube ich, ist ein anderer Geist in der Koalition. So nehme ich es jedenfalls wahr. Und das ist ja auch richtig und gut, damit auch wirklich was vorankommt. Ja, ja. Ja, noch mal ganz kurz. Nee, also da auch noch mal vielen Dank. Also wie gesagt, ich muss betonen, ich habe über Jahrzehnte lang in dem Bereich wirklich deutlich kritisiert. Also gerade, was ich gesagt habe, diese Open-Source-Sache. Und da muss ich sagen, ist, glaube ich, ein Kulturwandel da. Und das ist jetzt für mich auch überraschend, dass ich da ausnahmsweise mal den vormaligen Gesundheitsminister Spahn loben müssen für ein gescheitertes Projekt, nämlich diese Corona-App ist, glaube ich, nicht rein technisch betrachtet ein Erfolg. Ich war auch einer bei den Kritikern, die durchaus hingewiesen haben, dass es einige technische Probleme gibt, die den Optimismus damals schon als relativ unrealistisch erschienen haben. Allerdings haben wir dabei schon gelernt, dass Open Source das zu erfolgreichsten Corona-App in Europa gemacht hat, dass Datenschutz es zum Verdeuten wurde. Und ich muss auch noch mal sagen, also ganz bizarr fand ich ja die Welt, dass inzwischen in China die Datenschutzgrundverordnung als interessanten Ansatz irgendwie massiv gemacht wird. Also wir sollten jetzt in einer Zeit, wo man sicher sehr viel mit Recht kritisieren muss, und ich muss jetzt noch mal kurz zurück an Ihren Beitrag sagen. Sie Wenn haben, ich einen Einwurf ja. kurz machen ja, darf, gerne. Einen kurzen Einwurf. Weil der Gesundheitsminister Spahn gelobt wurde wegen der Corona-Warn-App. Ne? Das war aber auch ein hartes Ringen. Es sollte ja erst ganz anders aussehen. Ja? Ja. Und wenn nicht wirklich alle aufgestanden wären und da den Druck gemacht hätten, und letztlich waren es auch nochmal die großen Unternehmen, die großen Digitalkonzerne, die da sich mit eingeschaltet haben. Ne? Sonst wäre das in einen völlig anderen, in eine andere Richtung gegangen. Selbstverständlich. Von daher
Ja, gut, dass es so gekommen ist, aber es zeigt halt tatsächlich, dass es sinnvoll ist, da auch wirklich hart zu diskutieren und gute Vorschläge zu machen. Ja, aber das macht hier vor allem auch deutlich, wie wichtig es ist, die Zivilgesellschaft mit einzubeziehen und dass man die auch nicht einfach so aufteilen kann und sagen kann, hier die Verwaltung und der Staat und da die Zivilgesellschaft, sondern erst wenn die Zivilgesellschaft auch tatsächlich an diesen Sachen mitarbeitet und dafür auch entsprechend gefördert wird, weil das wären ja die anderen Fragen. Also wie kann man das eigentlich auch fördern, dass die tatsächlich mitarbeiten können und was müsste dazu, wie müsste dafür gesorgt werden, dass das eine Stimme ist, die gehört wird und Menschen, die tatsächlich ihre Kompetenzen richtig einbringen können. Sie haben sich gerade so gemeldet, von daher. Ja, also ich meine vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu dieser Corona-Warn-App-Sache. Es waren nicht nur die Großen, die das am Ende auch Druck gemacht haben, sondern die Großen waren aus meiner Sicht schon einer der Hauptgründe dafür, dass eine andere technologische Lösung technisch überhaupt nicht möglich gewesen wäre, weil die keinen Zugriff auf ihre Schnittstellen gegeben haben. Und da sieht man halt auch, also das finde ich auch aus dieser Souveränitätsperspektive nochmal am Rande ein sehr gutes Beispiel, dass wir diese globale Zusammenarbeit und diese globale Debatte sehr dringend brauchen, weil hätte die Verwaltung das alleine entschieden, dann wäre Spahns Lösung dabei rausgekommen, was mich, also die sehr schlecht war. Es gab ja mehrere Papiere und das war ziemlicher Rotz. Und das bringt mich ja zu dieser Zivilgesellschaft-Involvier-Punkt. Also ich merke einerseits sehr positiv, dass seit die neue Regierung da ist, tatsächlich auch Bundestagsabgeordnete viel aktiver als vorher, also von gar nichts zu Leute melden sich, ist ja schon ein sehr großer Schritt, wir in eine Debatte kommen. Also, dass irgendwie Leute anfragen, können wir mal über Blockchains reden? Und das ist ja schon mal total lobenswert. Was wir jetzt halt noch brauchen, ist, das ist strukturierte Prozesse und einfach zugängliche Involvierprozesse zu diesen Themen gibt. Also, dass wir irgendwie Open Calls haben, die für eine gewisse Zeit gelten und wo jeder einen Gesetzesentwurf kommentieren kann zu Themen, wo man halt vermutlich weiß, dass die Politik dann auch nicht die allerbeste Idee für hat und dann halt auch mal offen zu sagen, hey, das ist jetzt irgendwie noch so ein Prozess, da haben wir noch auch als Regierung keine 100% abgeschlossene Meinung zu, aber daraus halt mehr eine offene Debatte zu machen, anstatt wie das bisher in der Regel lief, wenn es denn passiert ist, dass das sehr stark hinter verschlossenen Türen passiert, das sind so Referentenstadium in einem Ministerium. Genau, das wäre mir super wichtig. Also kann ich nur unterstützen. der Wille ist da. Es wird sicherlich nicht immer ganz einfach werden, auch in der Koalition. Ja, das wissen wir auch. Aber der Wunsch ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, da sind auch viele Leute. Also ich merke auch, es ist ein anderes Selbstbewusstsein da. Wir haben ja in der Vergangenheit in der Enquete-Kommission damals vor inzwischen 12 Jahren, als wir die eingesetzt haben, die Enquete Internet und digitale Gesellschaft, da haben wir ja genau über die Frage der Einbeziehung auch diskutiert. Ne? Wie können wir Gesetzesprozesse kommentieren lassen? Wir haben das dann als Fraktion zum Beispiel selber gemacht, dass wir unsere Gesetzentwürfe, nicht alle, aber einige ins Netz gestellt haben und man daran mitarbeiten konnte. Das waren aber auch alles sehr mühsame Prozesse damals. Ja. Manchmal muss es halt auch schnell gehen, ne? Und natürlich wird auch diese Regierung, und da will ich auch keine falschen Versprechungen machen, auch wir werden Fehler machen, auch wir werden Gesetze auf den Weg bringen, wo vielleicht andere sagen, hätte da uns mal mitgefragt, ne? Das kann schon auch passieren. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, das Verständnis ein anderes. Die Chancen, die das mit sich bringt, wenn die Zivilgesellschaft mit einbezogen wird, wenn die Wissenschaft mit stärker einbezogen wird, die sind, glaube ich, sehr groß und das wird auch erkannt in der Koalition. Ja, danke schön. Herr Schabüser, wollen Sie noch mal darauf antworten? Nee, Moment, nicht dann. Nee, das passt alles. Ja, also ich will vielleicht mal eine ganz optimistische Konstruktion machen, die mich eigentlich ein bisschen überrascht hat. Und zwar, weil es aus dem Bereich kommt, wo Sie vielleicht Verständnis dafür haben, dass ich da ein bisschen nervös bin, dass da hunderte Millionen schlecht gewarteter IoT-Geräte am Internet hängen. Ja.
da bin ich etwas nervös. Vielleicht können Sie mir jetzt noch mal sagen, dass ich weniger nervös sein könnte, aber wahrscheinlich überzeugen können Sie das nicht vorbringen. Insofern hier jetzt mal durchaus das Angebot einer Lösung, die eigentlich zwar für mich sehr schmerzhaft war, aber doch interessant ist. Ich bin großer Freund der Open Source und großer wenn der Staat irgendwo was reguliert, gibt es dann immer sehr großen Aufwand. Also gar nicht, auch ideologisch, aber auch rein im praktischen Aufwand im Sinne von höheren Kosten. Und eine Sache, die vielleicht sogar ganz überraschend durchgeht, ist Folgendes. Diese ganzen Geräte haben irgendwie kosten halt nur 3 Euro, um sie Internet sicher zu machen. Die haben kein Geld, um das länger zu warten. Aber da müsste ich dann sagen, da ist sowas wie eine... Nutzer, also eine Herstellerhaftung dann da, dass man ganz klar sagt, ihr müsst eine gewisse Zeit, auch aus ökologischen Gründen, ich drehe durch, wenn ich mir diese Handy-Sachen, also Handy-Müllberge da sehe, das muss ja echt nicht sein. Dass, wenn die das nicht mehr unterstützen, dass sie das dann als Open Source herausgeben können, damit es andere herstellen. Und das ist verdammt nochmal ökologisch relevant, das ist insbesondere in Ländern relevant, wo nicht das Hauptproblem ist, wie lange man bis zum nächsten iPhone warten muss, sondern ist wirklich eine Möglichkeit, wirklich nachhaltig Sachen zu machen. Und da haben wir halt wirklich die Möglichkeit, mit Open Source da ohne Kosten für den Staat, das ist eine Sache, wo ich mich überhaupt nicht lustig drin mache. Umgekehrt sage ich mal ganz knallhart, wenn übers Wochenende jetzt teilweise für 100 Millionen für Bankenrettung und jetzt 100 Millionen für irgendwelche Rüstungssachen da sind, ob irgendwie Hochrüstung jetzt die richtige Lösung ist. Das ist, glaube ich, ein Bereich, den man hier an anderer Stelle mal diskutieren sollte. Ich meine nein, wie Sie wahrscheinlich nicht überrascht sein werden. Aber dass dann jetzt kein Geld für die IT-Sicherheit da ist, da bin ich dann wahrscheinlich nicht mehr ruhig und freundlich da, weil das brennt irgendwie im Moment hochgradig. Sie können auch gern mit Ihren eigenen Experten reden, aber die waren nie in der Lage, irgendwie mein Nervenkostüm in der Angelegenheit irgendwie nachhaltig zu verbessern. Wir haben hunderte Millionen Geräte da. Die letzten Angriffe waren obszön einfach. Man hat eine Liste mit 30, es waren irgendwie 20 Zeilen, dann eine Liste mit Standardpassworten gehabt und dann war es wirklich, möglicherweise ist es eine Sache, aber möglicherweise war es wirklich ein schlecht gelaunter Computerspieler, der sich dann verprogrammiert hat und da alles um die Ohren geflogen ist. Das Problem ist, das kann man nicht aushängen. Die Sicherheitslage ist so katastrophal. Und ich habe die Bitte, diese Vorschläge, die wir da schon vor 5 Jahren in unserer Studie geschrieben haben, was zum Beispiel die Haftung ist für Hersteller, die Sachen ans Netz hängen, was für mich ein Problem ist, weil Open Source irgendwie das alles schwieriger macht. Aber nach einer gewissen Laufzeit, dass sie das Open Source und dass wir es reparieren können und dass man Sicherheitslücken ausweist, auch wenn schlicht und einfach der chinesische Anbieter verschwunden ist vom Markt, was bei diesen Geräten auch leider sehr häufig der Fall war. Also das vielleicht als eine ganz praktische Anregung. Das haben wir ja in dem Recht auf Reparatur auch mit vorgesehen. Ja. Ich habe ja die Erfahrung selber gemacht, als die Corona-Krise ausbrach und viele Schülerinnen und Schüler kein Gerät hatte, da habe ich eine Spendenaktion gemacht. Ich habe dann festgestellt, wie viele Geräte kann ich eigentlich überhaupt mit Open-Source-Software bespielen, ne? Mit einem neuen Betriebssystem. Manche Geräte haben Einschränkungen drin. Also ich habe in meinem Unterstützerkreis da einige Informatiker und einige Experten gehabt, die auch das Problem nicht lösen konnten. Sowas darf es einfach nicht geben, wenn man ein gutes Gerät hat, das man nicht weiter nutzen kann, weil da Sperren eingebaut sind. Aber klar, das ist auf jeden Fall eine sehr nachhaltige Lösung. Und Open Source ist übrigens auch, was den Energieverbrauch angeht, deutlich geringer. Ne? Das kann man auch in diesem Umfeld nochmal sagen. Hm. Wollten Sie mich beruhigen? Sie wollten eigentlich eben antworten. Genau, also ich teile Ihre Einschätzung, dass wir einen ganzen Teil Legacy-Produkte in der Welt haben. Die sind nie vorgeplant gewesen, irgendwann ans Netz zu gehen, haben also entsprechend auch keine besondere Sicherheitsarchitektur dahinter. Man kann das durch gute Architekturen entkoppeln in Teilen, muss man aufpassen. Mhm. Und ich finde Ihre Idee,
dass Dinge, die nicht mehr gewartet werden, auf eine Open-Source-Basis gestellt werden. Das passt ja super gut zu dem Thema IT-Sicherheitsrecht fortentwickeln. Das finde ich eine sehr gute Anregung, weil dann hat man wenigstens das Potenzial, das Zeug noch weiter zu pflegen, was man sonst ja eben nicht hat. Und noch mal ganz kurz, in der Wand. Es geht insbesondere für Sachen, die am Netz hängen. Und noch einmal diese ganzen Pegasus-Sachen, es ist wirklich so, dass der Jürgen Schmidt von der CT, den ich sehr schätze, hat in seinem Artikel geschrieben, im Moment sind es eigentlich nur randalierende Halbstarke, die diese Probleme nutzen. Das stimmt. Also keiner von meinen besseren Studentinnen und Studenten wäre also mindestens eine Handvoll dazu in der Lage, das nachhaltiger zu machen, als die Leute, die da im Moment rumkaspern. Die haben offensichtlich den Anstand, es nicht zu machen, aber ich würde jetzt in diesen unentspannten Zeiten nicht darauf wetten, dass ich das für alle russische oder ukrainische pubertierende Nachwuchshacker irgendwie garantieren könnte. Ja, ich teile ja Ihre pessimistische Einschätzung in Teilen. Ganz so dramatisch sehe ich es im Moment noch nicht, weil wir noch nicht unbedingt die Industrie unmittelbar dranhängen haben, also sehr viel Consumer-IT. Und an der Stelle bin ich wirklich auch ein Freund von europäischer Rechtsetzung über sowas wie ein IT-Sicherheitskennzeichen, verpflichtend für verschiedene Produkte zu machen, also fortentwickeln das, was wir im IT-Sicherheitsgesetz fürs BSI rein auf freiwilliger Basis nationalstaatlich organisieren konnten. Das, finde ich, ist sicherlich etwas, wo wir uns europäisch auch gut aufstellen können. Und ich glaube, da habe ich auch ziemlich viel Hoffnung, dass in dieser Legislatur und von Frau von der Leyen entsprechend auf der europäischen Ebene das Thema vorangetrieben wird. Aber da sehe ich Handlungsbedarf, ja. Ja, Frau Hildmann. Haben wir jetzt gerade Siegel und Zertifizierung von Software angesprochen. In gewissen hochregulierten Bereichen mag das irgendwie total sinnvoll sein, als Bank irgendwie gewisse Zertifizierung für seine Software zu haben. Allerdings, wenn ich mich so an letztes Jahr erinnere, da haben wir bei zur Forschung, dem IT-Sicherheitskollektiv, in dem ich Mitglied bin, aber für das ich heute spreche, innerhalb von wenigen Tagen mehrere Schul-Apps oder Bildungs-Apps zerlegt oder dort Sicherheitslücken gefunden und hatten dann persönliche Daten von, ich schätze mal so um den Daumen gepeilt, 10 Millionen jungen Menschen oder Accounts. Wo vielleicht eine Person mehrere Apps hatte. Und diese Sicherheitslücken, die wir da gefunden haben, die waren so simpel und gravierend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Häufig war das eine URL ändern. da wird es in der Regel, wenn ich was finde, sind die Probleme gar nicht so ultra komplex, weil ich nämlich keine so große Hackerin bin und keinen fancy Krams kann. Ich glaube, dass gerade diese Selbstverpflichtungen, diese Siegel, nicht so sonderlich viel helfen, sondern was uns, glaube ich, helfen würde, wäre einfach eine konsequente Rechtsdurchsetzung der Datenschutzgrundverordnung, wo wir auch mal Strafen erheben, wenn ein Unternehmen grob fahrlässig Daten abfließen lässt. In keinem der Fälle, wo wir letztes Jahr grob fahrlässige Datenabflüsse haben, läuft meines Wissens nach noch ein Verfahren bei einem Datenschutzbeauftragten, dass diese Unternehmen mal dafür verfolgt werden, dass sie einfach sich überhaupt nicht für das Thema interessiert haben. Weil was hilft mir eine Firma, die sich nicht für Datenschutz interessiert, was hilft denen, wenn die da sich ein Siegel dann draufkleben können oder nicht? Ich glaube, dass wenn man diese Siegel dann sehr komplex macht, die Zugangshürden für neue Unternehmen in dem Bereich sehr hoch werden könnten. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es der sinnvollste Weg wäre, wenn wir einfach diesen Rechtsrahmen, den wir heute schon haben, heute könnte eine Datenschutzbehörde schon Bußgelder verhängen, wenn sie das denn wollen würden, dass wir das einfach konsequent durchziehen und wir einfach Unternehmen, ja, richtig Ärger machen, wenn die es nicht schaffen, sich um die Daten von jungen Menschen zu kümmern. Ja. Da müssen die Datenschutzbeauftragten natürlich auch gut ausgestattet werden. Das ist ein Feld, was wir ja auch immer gesagt haben, die müssen gestärkt werden, weil die so viele Aufgaben da auch zu erledigen haben. Ne? Also das ist ja immer aufwendig, diese Verfahren anzugehen und zu begleiten und so. Ich weiß jetzt die einzelnen Fälle nicht, aber ich fände es schon mal ganz interessant zu gucken, welche Länder da gut aufgestellt sind. Also man kennt ja einige Datenschutzbeauftragten, die da wirklich viel machen und andere, von denen man nicht so viel mitbekommt. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz auf Siegel werben. Ich möchte ja die Einstiegshürde gering haben, weil ich teile ja Ihre Einschätzung. Die meisten Fehler sind so
fundamental ja, einfach reingebaut, also eigentlich wirklich ausgesprochen schlechtes Software-Engineering. Und da möchte ich eben über Kriterien, gerne auch über eine Selbsterklärung, dass eben etwas abgeprüft wurde intern, einfach die Qualität schon ein Stück was hochholen. Das sind noch keine riesen Zertifizierungsdinge, sondern eine relativ geringe Einstiegshürde, weil ich glaube, das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass wir Security by Design hinkriegen. Und im Moment ist das Level, was ich haben will, ja vielleicht noch nicht mal hohes Security by Design, sondern Basic Security by Design, wäre ich an vielen Stellen froh. Wobei es, also gerade wenn es um Daten von Kindern und Jugendlichen geht, ja richtig wichtig wäre, da also massiv anzusetzen und das zu verhindern, dass da Daten so abgegriffen werden. Und insofern gibt es ja auch Bereiche, die noch mal wichtiger sind als andere Bereiche. Und ich denke, da muss man schon auch eine Gewichtung machen und sehen, dass da schnell was passiert. Also das Problem ist ja, man sieht einfach, es gibt so viele Lücken und so viele Anforderungen, was getan werden muss. Und von daher auch nochmal so ein bisschen diese Frage, wo wären jetzt eigentlich die Punkte, wo man als erstes ansetzen muss? Was wäre das Wichtigste jetzt mal zu tun? Aus meiner Sicht ist ja das Thema weg von deklarierter Sicherheit hin zu geprüfter Sicherheit. Mhm. Also unabhängige Prüfung von Software ermöglichen und auch verpflichtend machen. Das braucht man nicht mal gesetzlich machen, das kann man teilweise auch in seinen Ausschreibungsunterlagen reinpacken. Mhm. Bitte schön, ich möchte von einer unabhängigen Stelle nach irgendwelchen Kriterien eine Prüfung gesehen haben. Das hilft natürlich schon ungemein. Wenn man dann noch gute Kriterien hat, mit denen man das hinterlegt, ist es noch ein Stück besser. Hm. Ja, Rüdiger Weiß. Ja, nee, das ist in der Tat, glaube ich, ein Punkt, wo man ja, wieder mal ganz deutlich sehen, dass das sehr viele verschiedene Sachen, nochmal diese Zertifizierung, das war mein Bauchweh, ist ja, bremst Open Source aus. Also insofern muss man da, kann doch der Open Source im eigentlichen Definitionssinn, ich sage es ja nur ungern, also aber die meisten Sachen, die wir lieben, großartig finden, kommen ausgescheidet. EDV-Projekten. Also das ist eine eigene Wikipedia oder nehmen Sie, also da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Also ich denke, da muss man immer abwägen, aber im Moment nochmal, wenn die Sachen halt ein Sicherheitsproblem darstellen. Und ich habe irgendwie mal im Bundestagsinnenausschuss mal gesagt, wenn Ihr Kühlschrank sich an einer DOS-Attacke gegen amerikanisches Militär beteiligt, ist es rechtlich für die Amerikaner zulässig, dann ein großes Missil reinzuschicken. Das Lachen bleibt manchmal einem da relativ deutlich im Hals stecken. Also ein Kumpel von mir tut jetzt zum Beispiel so ein Funk-Programmierspiel machen und da kriegt er irgendwie gesagt, ja, du siehst jetzt schon, kommen aus allen Kriegsseiten da Anfragen, stell das mal nicht direkt neben dein Bett, das Ding. Also das sind auch irgendwie im Moment wirklich schwierige Sachen, die wir adressieren. Und wir müssen da irgendwie auch klug diese Mischung machen. Und diese Mischung bedeutet, Verwaltung ist anstrengend, Vereine sind auch sehr anstrengend. Und insofern sollte man halt gucken, das ist kein Königsweg. Es gibt an einigen Sachen wirklich die Möglichkeit mit Open Source Sachen deutlich voranzubringen. Und andere Sache, was ich jetzt auch nochmal wiederholen, wir sollen uns auf die Sachen, die wir besser können als Autokraten, konzentrieren. Und das bedeutet, die sind besser im Zensieren als wir. Insofern ist es die Frage, ob wir dann abweichende Meinungen nicht einfach mal ertragen sollten. Ich sag's mal ganz deutlich, wenn man jetzt mal guckt, dass sich jetzt Deutsche Welle und wie heißt das russische AT-Dings da? Russia Today, sich gegenseitig da abschießen und so weiter, dann ist das ein Punkt, wo ich einfach sage, unsere Überlegenheit als Demokratie ist, dass wir irgendwie andere Meinungen nicht absetzen, dass wir auch sagen, das wird aus der Richtung finanziert und so weiter. Insofern möchte ich nochmal appellieren, in dieser kritischen Zeit nicht alle rote Linien einzureißen, sondern die Sachen, die wir als Zivilgesellschaft über Jahrzehnte gefunden haben, versuchen in diesen schwierigen Zeiten, auch schwierige Zeiten durch soziale Medien im Internet, tue ich durchaus einräumen, dass wir allerdings da versuchen, wirklich unsere
guten Eigenschaften weiterzuentwickeln. Und gute Eigenschaften bedeutet halt auch Toleranz und es bedeutet halt, dass wir auch wahrnehmen müssen, dass zum Beispiel das NetzDG lange Zeit das Lieblingsgesetz von Erdogan und Putin war. Und dass irgendwie gut gemeint und gut gemacht nicht immer da dasselbe ist, sondern dass wir im Gegenteil manchmal halt akzeptieren müssen, dass wir als freie Gesellschaft, als, als offene Gesellschaft irgendwie keine Lösung haben, sondern dass alles dann schlecht aussieht. Dann hatte die eine vorhin völlig recht, dann hat man halt digitale Souveränität als einen Förderbereich und macht dann alles Mögliche da, dann nerven irgendwie die Vereine, dann nervt die Verwaltung, geht nicht so weiter. Müssen wir akzeptieren und versuchen, dann das Beste von den Sachen zusammenzubringen. Also deswegen noch einmal der Appell, wirklich auch in diesen aufgeheizten Situationen manchmal ein bisschen Halt zu machen und nicht das Übertreten von roter Linie als eigene Kunstform der Politik zu sehen. Danke. Also ich kann da gerne kurz drauf eingehen, weil mich auch geärgert hat, als die Innenministerin um die Jahreswende dann das Abschalten von Telegram gefordert hat, was natürlich nicht den Effekt bringen würde, weil die Menschen würden dann andere Dienste nutzen. Das ist übrigens russische Oppositionelle, Telegram. Aber es ist halt bemerkt. Die Frage, da ich ja nun aus dem Medienbereich komme und Medienpolitik lange gemacht habe, die Frage jetzt von Russia Today, ich meine, die haben keine Lizenz, ne? Die fallen unter Rundfunk. Das ist natürlich auch noch eine alte Gesetzgebung, aber sie fallen unter Rundfunk als audiovisuelle Medien. Und wenn sie keine Lizenz haben, dann dürfen sie kein Rundfunkangebot anbieten. Deutsche Welle. Aufgrund unserer Gesetzgebung. Und da kann man natürlich auch gegen vorgehen und die MABB will das ja anscheinend auch. Google hat es jetzt heute selber gemacht. Aber das ist schon die Frage, und das hängt mit der Souveränität natürlich schon auch ein Stück weit zusammen. Ne? Muss man das tatsächlich hier akzeptieren, dass ein Sender, der sich an keine journalistischen Standards hält, der nur Lügen verbreitet. Dann müsste man die halbe deutsche Mediensache ziemlich kritisch hinterfragen, wenn ich gerade an die Bild-Zeitung denke, über Jahrzehnte beispielsweise. Also noch einmal, naja, die Reichweite ist und so weiter. Die Bild-Zeitung Reichweite war auch nicht so richtig gering früher. Ja, ich finde ja wichtig, dass man sich über die Frage, wie Algorithmen funktionieren und dass man da, und das hat ja das NetzDG jetzt in der Novelle drin, dass die Forschungsdaten da oder dass die Forschung Zugang auch zu Daten hat, um zu wissen, wie denn tatsächlich die Algorithmen solche Dinge noch verstärken, solche Desinformationskampagnen noch verstärken und wie man dagegen auch gegenwirken kann. Ne? Also man muss nicht alles akzeptieren, aber wichtig ist, dass wir auch wissen, wie was funktioniert. Wie gesagt, wenn man mit Autokraten, die Intelligenz sind, spielt, soll man nicht ihre Regeln machen. Und das bedeutet, dass es natürlich viel klüger ist, andere Meinungen auch anzuhören, als die wegzensieren, was natürlich dann in der Sache kam, dass die Deutsche Welle dann geschlossen wurde. Dann gab es die Diskussion, da habe ich mir an den Kopf gelangt, dann ist die Deutsche Welle, selbst die Sendelizenz in Deutschland ist in Gefahr wegen der Sache. Also noch einmal, es gibt irgendwie den Spruch des ehemaligen Präsidiumsmitglieds des Abgeordnetenhauses in Berlin, Herrn Morlang, der meinte, wenn man irgendwie einen Schlammwettkampf mit Schweinen macht, dann wird man dreckig und die Schweine freuen sich dabei. Wenn man einen Zensurwettkampf mit Putin macht oder mit Erdogan, kann man den nicht gewinnen. Also eine Demokratie bedeutet auch, dass man sich Scheiße anhören muss in einem gewissen Rahmen. Und ich sage es auch nochmal ganz knallhart, gerade in der Situation, wo im Krieg irgendwie als die erste Opfer immer die Wahrheit ist, habe ich in der Tat gesagt, jetzt gucke ich mal, was die Kreml-Sender da erzählen in der Art und Weise. Und unter der Wissen, dass das irgendwie die letzte Stelle ist, wo ich Wahrheit will, will ich aber zumindest die andere Darstellung zu machen. Und wenn man miteinander, es gibt die grundlegende Alternative, dass man miteinander redet oder aufeinander schießt. Und wenn man miteinander redet, dann bedeutet das, dass man nicht versucht, die Kommunikation irgendwie abzuschließen. Also ist es viel besser, dass Elon Musk jetzt das Internet in der Ukraine anstellt, als dass irgendwelche Zensur- oder Netzabstellungsfantasien da sind. Ich glaube, dass ich bin da ja ganz bei. Ja.
Also insofern denke ich, ist Journalismus. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir Meinungsvielfalt haben. Und ich glaube, auch in der Vergangenheit ist da einiges falsch gemacht worden. Aber wir erleben halt gerade auch eine ganz große Spaltung unserer Gesellschaft. Ja, die Corona-Krise hat das ja auch noch mal gezeigt, wie mit Informationen umgegangen wurden. Das ist auch nicht gut agiert worden zum Teil. Also wenn das Gesundheitsministerium beispielsweise mit großen Anbietern zusammenarbeitet und dann diese Informationen privilegiert erscheinen und so weiter, das ist auch nicht der richtige Weg. Ja? Die Medien müssen unabhängig sein und es muss eine unabhängige Aufsicht sein. Ja? Und die müssen aber dann auch entscheiden können. Also es ist eine schwierige Diskussion, es ist ein ganz schmaler Grat und man darf halt nicht den Fehler machen, einerseits das Vertrauen auch in Medien, gerade in auch Qualitätsmedien zu erschüttern. Und wir brauchen natürlich den Diskurs, den öffentlichen Diskurs. Und der muss frei und unabhängig stattfinden können. Und dafür muss die Politik halt auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Das ist einfach Aufgabe, die wir aus unserer Historie haben. Und so hat sich die Medienpolitik eben auch entwickelt. Aber da kommen wir vielleicht jetzt ein bisschen ab von dem eigentlichen Thema. Aber es ist eine wichtige Diskussion, die wir auf jeden Fall führen. Und Netzsperren, wir waren immer diejenigen, die gesagt haben, das bringt überhaupt nichts. Ja? Man kann die immer umgehen. Aber wenn natürlich irgendwann die letzten Mittel nicht mehr greifen und man also wenn Recht gebrochen wird, dann muss man auch dagegen vorgehen können. Ja? Weil es kann ja nicht sein, dass Recht nicht durchgesetzt werden kann. Okay, jetzt sind wir natürlich aber eher schon wieder bei einem ganz anderen Thema, wo ich denke, wir sollten jetzt noch mal versuchen, ein wenig zurückzukommen. Ich habe gerade gesehen, es gab auch noch schon wieder Ansätze, noch mal sich zu melden. Ich denke, wir reden jetzt noch mal einen Moment und dann würden wir auch noch mal das Publikum einbeziehen, sodass wir vielleicht noch mal ganz andere Fragen auch von anderer Seite bekommen. Aber Sie wollten... Ich wollte noch ganz kurz aufs Netz.dg eingehen, ja. Aber ich mache es jetzt doch noch mal. Also ich finde, das Netz.dg ist ein Gesetz, das ist so schlecht, das sucht wirklich seinesgleichen, aber es zeigt ein paar Sachen, nämlich, dass man nämlich internationale Anbieter sehr wohl sehr gut regulieren kann. Twitter zum Beispiel setzt ja das Netz.dg sehr konsequent um, so konsequent sogar, dass man als NutzerInnen, also dass die so aktiv Sachen anfangen zu blocken und zu sperren, dass es als Nutzerin nicht nachvollziehbar ist, weil sie halt auch Satire und Co. sperren, weil nämlich da der Staat gesagt hat, wir verzichten auf die Mittel, die wir bisher hatten, um irgendwie so Strafverfolgung zu machen und geben das privaten Anbietern in die Hand. Also sprich, man hat gesagt, ja, man outsourced das und man wird da quasi als Staat, der ja irgendwie schon so Aufgaben hat, so ein ganzes Stück unsouveräner. Und das benachteiligt natürlich so freie Meinungsbildung, freie Debatte im Internet total doll. Weil jetzt kann man auf Twitter bestimmte Arten von Satire nicht mehr kommunizieren, ohne dass man davon ausgehen muss, dass dann der Account gesperrt wird. Und das ist was schlechte Digitalgesetze, die auf dieser Idee von, wir regulieren das Internet, das wir aber eigentlich gar nicht verstehen, in Verbindung mit, ja, das ist Deutschland hier und hier gelten bestimmte Gesetze, ja, dass das halt einfach nicht funktioniert. Das zeigt aus meiner Meinung nach einfach wunderschön. Wir haben ja auch gesagt, beim DSA, das wird ja jetzt auch nochmal diskutiert werden in der Trilogverhandlung. Der wird ja auch noch mal einige Auswirkungen auch auf die Gesetzgebung in Deutschland haben, was das Netz.dg angeht. Also diese Diskussion werden wir auf jeden Fall führen. Ja, ich glaube, es gibt da noch relativ viel zu diskutieren in den konkreten Gesetzesvorhaben und Umsetzungen, die dann gerade in diese Richtung gehen, über die wir ja heute gar nicht so sehr diskutieren wollten. Herr Scharpüßer, Sie wollten jetzt auch noch dazu kurz Stellung nehmen? Ja, ein Punkt von Herrn Weiß. Open Source und geprüfte Sicherheit widersprechen sich. Da möchte ich ja gerade hin, dass wir einen strukturierten Prozess für Open Source hinbekommen, dass regelmäßige Sicherheitsanalysen durchgeführt werden. Das ist, glaube ich, etwas, was wir super gut auf einer europäischen oder eventuell sogar weltweiten Ebene adressieren müssen, weil weil Open Source hat ja gerade das Potenzial, gut analysiert zu werden. Aber es machen zu wenige und das wird auch nicht angereizt bisher, sondern ist eigentlich ja,
Hobby von ausgewählten Menschen, die super guten Job machen, ja. Aber das Strukturierte fehlt an dieser Stelle. Und das wäre aus meiner Sicht wirklich ein Wunsch, dass wir da eine Initiative von Deutschland ausgehend starten, da einen strukturierten, regelmäßigen Auditprozess für Open Source Software organisieren. Also das wäre etwas, das kann das BSI sicherlich nicht alleine, wir können da unterstützen, das ist eher eine politische Aktivität, finde ich aber super gut, wenn wir das angehen würden. Weil dann kommt die Open Source noch besser zur Geltung, als wir es bisher haben. Okay. Rüdiger, auch noch. Und dann würde ich aber sagen, dann lasse ich das Publikum endlich mal zu Wort kommen. Ganz kurz, ganz technisch. Es ist gar nicht neu. Es gibt ein SE Linux, also Sicherheitsergänzung, die sind von der NSE gemacht. Und dann war immer die Frage, du verwendest NSE. Open Source würde ich auch Code vom Teufel verwenden. Also das ist ein interessantes Feature. Und ich muss jetzt noch mal sagen, wir sind jetzt, glaube ich, bei zwei Sachen ganz überraschend weit gekommen. Einmal die Frage, dass Geräte nach dem Verwertungszeitlauf Open Source gemacht werden, damit sie weiter genutzt werden können, aus Sicherheitsgründen und aus ökologischen Gründen. Und dann will ich zum Abschluss halt wirklich die zweite Sache sagen. Ich denke, und ich sage es jetzt mal ganz technisch, also, wir brauchen ein minimales IoT-staatliches gefördertes Linux, das irgendwie für Industriesteuerung da ist, praktisch eine staatliche Linux-Distribution, gerne auch europäisch. Aber diese Mischung aus diesen beiden Bereichen, die sehr viel Interessantes und Gutes haben, aber auch sehr viel Nerviges und strukturell Problematisches, da eine Mischung zu machen aus Verwaltung und Open Source, habe ich, glaube ich, jetzt zwei Punkte gesagt, wo man vielleicht auch inhaltlich, fachlich weiterarbeiten könnten, wenn da Interesse ist. Also von der Wissenschaftsseite weiß ich, dass das relativ umfangreich da ist, das Interesse. So, herzlichen Dank mal erst hier. Jetzt kommen die Fragen aus dem Publikum, zumindest die Möglichkeit. Da vorne. Ja, vielen Dank. Das war eine sehr interessante Diskussion. Ich bin übrigens einer der Zulieferer für diesen Sovereign Tech Fonds. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht mit Kartoffeln beworfen. Und wir haben diese Probleme klargemacht. Die gute Nachricht ist, es gibt bereits ein nicht staatliches Linux, Alpine Linux, was sehr minimal ist. Das ist ein GNU-less Linux. Die haben sich komplett von der GNU Foundation getrennt, weil sie halt nicht nur die Log4j-Lücken weghaben wollten, sondern auch die glibc-Lücken, die noch unter dem Untergrund lauern. Und das Ganze ist von Google finanziert. Das ist 8 Megabyte on top of Linux-Kernel, also das kleinste Linux, kommt aus der Containerwelt und ist also wirklich ein cloudfähiges Linux, wird also mit 1 Milliarde Deployments im Moment bereits eingesetzt, nicht staatlich, sicher, haben Sudo rausgeschmissen für Do-As, 170.000 Lines of Code, alles weg, was irgendwie angriffsfähig wäre. Also SE Linux kommt da nicht rein, weil SE Linux ist so ein Mitigation-Konzept, was einfach auch in radikaleren Umgebungen nicht kommt. Was ich halt sehe, ist zum Beispiel fürs BSI, die ganzen Zertifizierungssachen sind wirklich kaputt. Ich arbeite in kritischer Infrastruktur. Meine IoT-Systeme schalten 110 Kilovolt bis 500 Kilovolt. Was ich da an Zertifizierungen sehe, sind Pseudo-Zertifizierungen. Im November wurde ein Hersteller hochgenommen. Der hat anschließend nur getäuscht und betrogen und der ist in kritischer Infrastruktur zugelassen. Also das muss alles weg. Diese ganze Industriefreundlichkeit muss durch wirkliche Audits, die also inhaltlich sind und nicht nur einfach kann der ISO 27001, kann der C5 Cloud-Standards, müssen abgelöst werden. Also es müssen wirklich inhaltliche Audits passieren und keine Papier-Audits, wie wir haben. Da ist das BSI im Moment relativ schwach aufgestellt. Ich nehme fast nur amerikanische Standards, also CIS und NIST, für das, was ich bei den Kunden implementiere, weil das BSI bei diesen Standards hoffnungslos hinterher ist. Nichts gegen gute alte Krypto-Algorithmen und wie viel, was muss ich da implementieren. Wir haben im Moment Cloud-Sicherheitsprobleme und wir haben keine Krypto-Probleme an der Stelle mehr. Also ob ich einen Exchange mit noch einem besseren Krypto-Algorithmus absichere, löst nicht das Problem, dass ich überhaupt Exchange und Active Directory einsetze.
Und wir hatten Einzeiler als CVEs, also nicht 20 Zeilen, sondern eine Zeile, mit der ich Active Directory Controller aus Python heraus übernehmen konnte. Das sind die Sicherheitsprobleme, die wir haben. Und da muss ziemlich, ziemlich dringend vorgegangen werden. Ja, herzlichen Dank. Da hinten war auch noch eine Meldung. Vielleicht nehmen wir denjenigen auch noch dazu. Dann Sie können sich das merken und dann auf alles achten. Also als jemand, der seit 40 Jahren Open Source programmiert, musste ich ein bisschen zucken, als es darum ging, dass es quasi verbindliche und vor allen Dingen auch rechtlich quasi sanktionierbare, Security-Erklärungen durch die Programmierer geben muss. Also ich sag mal, eine konzertierte Aktion quasi Open Source sicherer zu machen, finde ich gut, aber als Open Source Programmierer möchte ich mich nicht quasi irgendwo in der Webseite anmelden müssen und mit meinem Namen und mit meinem Bankkonto dafür gerade stehen müssen, irgendwie, dass da nicht irgendwas mit meiner Open Source Software passiert. Und eine Frage habe ich, was ist mit der Closed Source? Kann man nicht viel besser hingehen und sagen, alles, was jetzt Closed Source ist, müsste im Grunde genommen Open Source freigegeben werden und durch Hinz und Kunz auch evaluiert werden können, damit die im öffentlichen Sektor eingesetzt werden können. Ja, danke. Zunächst mal einmal die Frage, guckst du, Tom, noch mal, ob im Chat oder auf Twitter auch noch Nachfragen sind? Und wollen Sie zunächst mal darauf antworten, Herr Scharpüser? War ja, glaube ich, ziemlich deutlich Richtung BSI formuliert. Also Ihre Zertifizierungsfragen. Ja, ich teile natürlich Ihre Einschätzungen, technische Richtlinien zu Kryptographie braucht man, aber das ist nicht unser größtes Problem. Das ist ein gut bestelltes Feld, sind wir uns einig. Aber wenn man das nicht macht, ist meine Erfahrung, ist da auch sofort wieder ein großes Problem drin. Also deswegen ergänzend, ja, und wir haben eine ganze Menge an Dingen zu tun, die ja heute noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Sie hatten gerade ISO 27000 adressiert. Ja, auch an der Stelle kann man ISO 27000 zertifiziert werden, ohne anständige Informationssicherheit zu haben. Das ist ein Grund, warum wir den Ansatz Grundschutz erfahren, wo eben die Maßnahmenebene noch mit angesprochen wird. Ich glaube, dass wir da aber auch noch Fortentwicklungsbedarf haben, weil mir das noch zu starr ist an dieser Stelle. Aber da müssen wir ein Stück weit ran. Aber ohne Maßnahmenebene ist mir das deutlich zu wenig. Also wir sind uns da im Wesentlichen einig. Zu der Frage, Open-Sourceler müssen sich registrieren lassen? Nein, das will ich garantiert nicht. Ich möchte nur einen strukturierten Evaluierungsprozess von Open-Source haben. Also darf jeder so programmieren, wie er gerne möchte. Ein paar Standardregeln, ne? Code of Conduct wird ja gar nicht schaden. Aber hinterher wird es analysiert, ob es Qualitätsstandards erfüllt hat oder nicht oder Schwachstellen drin sind oder nicht. Das würde ich gerne organisieren und nicht die Softwareentwicklung als solche, um das klarzustellen an der Stelle. Ja, danke schön. Ich habe jetzt gerade gehört, dass Sie, Frau Rösner, um 22 Uhr natürlich wirklich raus müssen. Von daher würde ich jetzt dazwischen noch mal sagen, die Frage stellen, ob Sie noch mal abschließend Konsequenzen aus diesem Gespräch ziehen wollen. Was ist das, was Sie in den Vordergrund stellen möchten? Ich würde mal sagen, das war eine spannende Diskussion und es hat mir auch noch mal ein paar Gedanken mit auf den Weg gegeben. Wir haben natürlich im Koalitionsvertrag einiges drin, was ja auch begrüßt wurde, aber in der Ausgestaltung wird das nicht immer ganz einfach sein. Und da sind wir dann wieder darauf angewiesen, dass wir da im Austausch sind, gerade auch mit der Zivilgesellschaft, um die richtigen Rahmengesetzgebung dann auch zu machen. Ja, also ich fand es jedenfalls eine ganz spannende Diskussion. Ich freue mich darauf, dass wir die dann vielleicht auch irgendwann fortsetzen, in welcher Gelegenheit auch immer, ob im Ausschuss oder in der Fraktion oder nochmal bei einer Veranstaltung. Und es zeigt aber deutlich, dass der Handlungsbedarf eben sehr, sehr groß ist.
Und die Sorge, die da ist, und Rüdiger Weiß hat es ja nochmal gesagt, ja, die Flanken, die wir offen halten, die sind so groß. Und da müssen wir tatsächlich massiv reingehen. Und das ist Aufgabe von uns. Aber der Staat wird nicht alles regeln können. Ja, das ist einfach klar. Der Staat kann bestimmte Rahmen setzen. Er hat eine Schutzverantwortung, aber er wird nicht alles selbst regeln können. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wir das gemeinschaftlich machen mit den Unternehmen, mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft und auch mit der Zivilgesellschaft vor allen Dingen. Und das ist uns immer auch ein wichtiges Anliegen gewesen, die Zivilgesellschaft da mit einzubeziehen. Das steht auch im Koalitionsvertrag übrigens an ganz vielen Stellen mit drin. Und von daher freue ich mich da tatsächlich auf den weiteren Austausch und die Kompetenz, die wir so, oder wie sagt man so schön, die gemeinsame Power dann entwickelt, um das Richtige dann auch zu machen. Ja, tut mir leid, wir haben noch eine kleine Krisensitzung heute Abend um 10, da muss ich halt noch rein. Die Ukraine ist halt einfach das bestimmende Thema im Moment. Ich hoffe, ich konnte einiges beitragen und ich freue mich dann auch das nächste Mal. Ja. Guten Abend noch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sie ist jetzt schon weg. Ich fand es auch sehr schön, dass sie dabei war, weil es eben nochmal neue und andere Aspekte auch mit reingebracht hat. Die Frage, also wir können ja jetzt hier noch einen Moment weiterführen, wir werden es nicht mehr lange weiterführen. Von daher wäre einmal nochmal die Frage, ob ihr beide, also Rüdiger Weiß und Frau Wittmann, noch was zu den bisherigen Anregungen, Fragen sagen wollen. vielen Dank. Ja, vielleicht, dass es irgendwie halt schwierig ist. Also nochmal danke auch für den Beitrag mit diesen Zertifizierungssachen Open Source. Also klingt jetzt zwar ein bisschen bescheuert, aber das hat mir in der Tat mehrere schlaflose Nächte bereitet, weil also irgendwie diese Kombination, dass man da wirklich hunderte Millionen Geräte hat, wo man genau weiß, das sind chinesische Hersteller, die das gut und billig und mit Internet machen, aber die sind schon längst pleite. Und das ist irgendwie langsam sogar von kompletten pubertären, halbstarken Dilettanten zu übernehmen mit einem riesen Schaden. Wir haben Midori, war glaube ich ein Fall. Dann ist das ein Punkt, wo ich einfach sagen muss, man muss daran sehen. Ich will jetzt aber nur eine Sache beruhigen. Diese Zertifizierung von Open Source war natürlich für Produkte gemeint. Noch ein kleiner Gag, vielen Dank nochmal für den Hinweis mit der Datenschutzgrundverordnung. Bisher waren ja die Haftungssachen bei Software, pass mal auf, Kunde, du kannst überhaupt nichts mit der Sache machen, wenn das irgendwie dein ganzes Dorf verwüstet, dann kannst du uns auch nicht verklagen. Ich glaube, ich gebe damit so die Geschäftsbedingungen in Software-Sachen durchaus wieder. Also jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es ist schon Tatsache, dass man sich bewusst machen will, dass irgendwie diese ganze EDV-Sache nur wegen dieser Ausschluss der Haftung möglich wurde, sonst würden diese kleinen Unternehmen überhaupt keine Chance haben. Inzwischen sind diese Unternehmen nicht mehr allzu klein, insofern sollten sie da deutlich in die Verantwortung gehen. Auch mal eine klare Ansage in Richtung Industrie. Wenn die ganze Industrie auf Open Source aufbaut, dann müssen die sich auch beteiligen an einer besseren Zertifizierung, ganz einfach. Und das ist eine deutliche Forderung auch an die Industrie und da ist Geld hinreichend da. Und es ist auch, Entschuldigung, da umgekehrt Argumentation für die Industrie nachhaltiger, wenn sie da vernünftige Open-Source-Projekte fördern. Insofern glaube ich, dass man da Gespräch ist. Was mir jetzt halt auch wichtig ist, auch an den paar Stellen, auch wo ich schärfer geworden bin und ich muss auch sagen, auch teilweise mit Recht möchte ich darauf hinweisen, dass ich da natürlich in der Ansatzweise eine Lösung hat, dass irgendwie durch dieses Internet, was wir geträumt haben, dass jeder mit jedem kommunizieren kann, natürlich auch wirklich ein pöbelnder Halbstarker aus irgendeinem russischen oder ukrainischen Dorf irgendwie natürlich in der Welt zu allen Zugang hat. Und noch einmal, da dürfen wir auch nicht zu streng sein. Ich bin froh, dass ich irgendwie in dieser Internetzeit aufgerundet,
dass einiges meiner Pubertät vor der Internetzeit liegt und einige Äußerungen dann halt nur in Flugzeugen da, Flugblättern da sind. Es gibt auch sehr viele Hacker, die irgendwie entsetzt waren aus ihren alten Jugendsünden aus den Sachen. Aber insofern sollte man auch bei allen Sachen ein bisschen milde warten lassen und auch noch mal das vielleicht als Stärke akzeptieren, dass wir keine Patentlösungen haben, sondern dass das ein nerviges Gewurstel wird irgendwie mit Vereinen, mit Genossenschaften, mit Verwaltung, mit Leuten, die von, das wird alles nerven. Aber wenn wir jetzt gerade im Moment sehen, wozu autoritäre Systeme kommen und da ist irgendwie überhaupt keine erhalten mehr in der Zivilisation, auch diese Sache, was ich immer gesagt habe, ich bin die erste Generation, wo ich mal meinen Großkindern, wie heißen die, Enkeln, irgendwie nicht vom Krieg berichten muss. Also das war irgendwie, und ich bin da irgendwie auch ein bisschen historisch interessiert, das ist in den über 1000 Jahren europäischer Geschichte nicht der Fall geworden, dass irgendwie nicht die Großeltern vom Krieg erzählt haben. Also insofern ist das schon ein bisschen eine Zeitenwende und ich denke, wir sollten jetzt wahrnehmen, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen müssen. Und unsere Stärke ist, dass wir nicht alles perfekt machen, sondern dass es ein komplettes, anstrengendes Gewurstel ist. Willkommen in der Demokratie und wir sollten auch ein bisschen Selbstbewusstsein da haben, wenn wir uns jetzt mit autoritären Systemen ausstellen, dass wir überlegen sind, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte sind und nicht die Leute, die autoritär sind und andere Länder überfallen. Dankeschön. Frau Wittmann, wollen Sie dazu noch was sagen oder also, im Moment nicht? Doch, also für ganz viele Sachen auf jeden Fall ein dickes Plus eins. Ich hoffe persönlich, dass der Staat einfach endlich seine Verantwortung für seine Produkte übernimmt. Ich meine, wir haben es heute super stark, dass die öffentliche Verwaltung Open Source schon nutznießerisch nutzt oder zumindest deren Dienstleister das tun. Da ist natürlich ganz klar, dass die Sachen jetzt auch umgesetzt werden müssen, dass der Staat anfängt, Open-Source-Lösungen irgendwie da Unsicherheitslücken zu suchen und so weiter und so fort. Aber dafür brauchen wir halt vor allem erstmal die Kompetenz im Staat, um festzustellen, damit die Leute da überhaupt erstmal feststellen können, was benutzen sie da eigentlich gerade, weil häufig fehlt ja schon allein diese Kompetenz. Und ich persönlich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren mit der aktuellen Bundesregierung irgendwann dahin kommen, dass es nicht mehr quasi mein Vollzeitjob ist, durch Software der Verwaltung durchzugehen und Sachen zu zerlegen, damit wir am Ende des Tages nicht eines Tages dastehen und uns bei Zalando mit unserem Personalausweis ausweisen müssen. Das ist nah, genau. Und da müssen wir halt irgendwie ganz dringend dran arbeiten. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass das demnächst besser wird, aber so ganz meine Bedenken noch nicht ausgeräumt. Das klingt jetzt hier schon so ein bisschen wie die Abschlussworte, was auch verständlich ist. Trotzdem will ich einmal noch mal die Frage stellen, ob es hier jetzt noch den Wunsch gab, Anmerkungen zu machen oder Fragen zu stellen. Es gab noch zwei Wortmeldungen. Ja, dann sollten wir die auch noch eben zu Wort kommen lassen. Warum wehrt sich der anwesende BSI-Vertreter gegen mehr Unabhängigkeit seiner Behörde und gegen mehr organisatorische Distanz zu BfV und BKA? Also warum sind Sie gegen eine Unabhängigkeit aus dem Ausscheiden aus dem BMI und dann auch mehr Unabhängigkeit und mehr Distanz zu BfV und BKA und anderen Behörden? Ich glaube, ich habe nichts gesagt, dass ich Unabhängigkeit des BSI gar nicht wünsche. Ich bin ein Freund davon, deutliche Klarstellung zu haben, was wir zu tun haben, wo wir unseren Job erfüllen müssen, und das ist Informationssicherheit bereitstellen. Also soweit erstmal gut. Ich glaube, ich bin als BSIler kein Freund davon, dass ich so unabhängig gestellt werde wie ein BFDI. Ich brauche wirklich starke Kämpfer in Gesetzgebungsverfahren, in Ressourcenbereitstellung und Ähnliches. Also will ich schon an ein Ministerium angedockt sein. Aber die Frage, wie viel Weisungsrecht steht da, das muss organisiert werden. Und da bin ich ein Freund von Unabhängigkeit. Und da steht im Koalitionsvertrag ja auch schön drin, BSI unabhängiger stellen. Und was das konkret heißt, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe da ziemlich klare Vorstellungen, ja. Danke. Es war noch eine Meldung, ja? Ja, ich habe noch eine Frage, René. Ich freue mich immer über solche Diskussionen. Ich höre auch gerne zu. Ich habe nur manchmal so das Gefühl, dass wir aufpassen müssen,
dass wir auch ein bisschen aus unserer Blase rauskommen, weil wir sind Leute, die wissen, worüber wir reden. Wir beschäftigen uns teilweise seit 20, 30, 40 Jahren mit dem Thema Security. Und wenn ich hier vom Staat reden höre, dann höre ich eigentlich nur vom Bund reden, aber Deutschland besteht ja aus noch wesentlich mehr Bestandteilen. Wir haben Bundesländer, wir haben Länder, Kommunen, Landkreise, was auch immer noch. Und wenn ich dann sehe, dass dort zum Beispiel ein Digitalisierungsbeauftragter arbeitet, der das Onlinezugangsgesetz umsetzt, der den Breitbandausbau macht und der mit 10% seiner Stelle dann auch noch IT-Sicherheitsbeauftragter ist und ich den nach Sicherheitskonzepten frage und frage, wie er denn die Sicherheit in seinem Landkreis oder in seiner Kommune sicherstellt und der mich nur erschöpft angrinst, dann glaube ich, haben wir auch eine Realität, die wir nicht vergessen dürfen. Und ich glaube, den meisten Leuten ist das schon bewusst, aber wenn man diese Diskussion dann eben immer hört, habe ich manchmal einfach das Gefühl, dass man das so ein bisschen vergisst. Und das sollten wir bei allem technischen Know-how, was wir hier mitbringen, tatsächlich auch mal überdenken, was an der Basis passiert. Was denn wirklich bei den Leuten da draußen passiert, die da mit jedem Tag umgehen müssen und die nicht unsere Möglichkeiten haben. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Folgeveranstaltung, wo wir darüber noch mal diskutieren können. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da würde ich gerne mal jemanden aus dem BSI zitieren, einen Abteilungsleiter, der gesagt hat, sowas wie Bitterfeld passiert, das ist schlecht, das ist nicht gut. Aber davor hatte nicht wirklich Angst, weil das sind Kollateralschäden, die kann man nicht verhindern. Aber was ist, wenn Bitterfeld parallel 40 Mal passiert, nämlich zeitgleich? Und davor hat er Angst und darauf bereitet sich das BSI vor. Und das sehe ich als mindestens genauso große Herausforderung wie irgendwelche Geräte, die im Internet hängen und irgendwelche Sachen machen wie Open Source und Schwachstellen und was auch immer. Und ich glaube, darüber sollte man sich auch mal Gedanken machen, wie man unten an der Basis ankommt, dass die Leute wirklich was machen können. War nur eher ein Statement und vielleicht will jemand was sagen. Ja, also. Herzlichen Dank zunächst mal. Vielleicht können wir das jetzt sogar ein bisschen einbeziehen in so eine letzte Runde, in dem jeder von Ihnen noch mal so ein Abschlussstatement macht und das aufgreift oder auch nicht, weil es wirklich eher ein Statement war. Oh, das passt doch super gut zu einem Abschlussstatement. Also erstens stimme ich Ihnen zu. Zweitens, also ich glaube, der Bund muss noch eine ganze Menge tun. Aber wenn ich über die Länder bis in die Kommunen reingehe, ist da, glaube ich, noch deutlich größerer Handlungsbedarf. Ich glaube, da sind wir uns einig. Erstens, zweitens, das ist jetzt verfassungsrechtlich natürlich so organisiert, dass das Landeszuständigkeit ist und Ähnliches. Aber da möchte ich nochmal Werbung machen für den Koalitionsvertrag BSI als zentrale Stelle ausbauen. Ich glaube, da kann man ein Stück was noch, dass das BSI auch in die Länder und Kommunen hineinwirken kann. Das ist jetzt auch rein. Da brauchen Sie eine Verfassungsänderung sogar teilweise. Ja, ja. Ja, ja. Das ist so. Aber man kann das machen. So, das ist jetzt kein Hinderungsgrund, aber man muss es tun. Und ohne Verfassungsänderung geht das nicht. Wir können freiwillig alles Mögliche machen und kann freiwillig angenommen werden. Aber zum Beispiel Dienstleistungen für die Länder übernehmen dürfen wir nicht. Das ist verfassungsrechtlich nicht zulässig. Es sei denn, wir machen unsere Verfassung ein bisschen anders. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen, Ressourcenlage. Informationssicherheit als Nebenjob kann nicht sein. Das ist eine unserer zentralen Botschaften. Informationssicherheit ist Chefsache. Muss man also erstens orchestrieren und Chefs müssen für Ressourcen und Rahmenbedingungen sorgen. Erstens und zweitens, wir predigen ja so einen Ansatz, 15% von IT-Invest muss für Informationssicherheit genutzt werden, dann fehlt wenigstens das Geld nicht. Das heißt noch lange nicht, dass man in Deutschland gute Informationssicherheit hat, aber eine der Rahmenbedingungen ist da. Und da an der Stelle würde ich Herrn Spahn einmal loben wollen, durchaus. Er hat das in seinem Gesetz für die Krankenhausdigitalisierung reingeschrieben. Ich glaube, 15% muss für Informationssicherheit investiert werden. Das kann ich mir in anderen Gesetzen auch vorstellen. Danke. Herzlichen Dank. Wie ist die Reihenfolge? Ich kann weitermachen. Ja, also ja. Ich meine, das war ja von mir vorhin schon so ein bisschen ein Abschlussstatement und vielleicht jetzt noch dazu ganz konkret, was irgendwie so Kommunen angeht. Natürlich ist es im Bund alles ziemlich verheerend, was IT-Sicherheit und auch allgemein Kompetenzen der Verwaltung im digitalen Raum angeht. Es ist super viel verheerender in den Kommunen und überall sonst. Also das ist völlig logisch, dass dem so ist und dass wir das ganz dringend angehen müssen. Wir müssen dabei aber halt auch schauen, dass wir nicht anfangen,
dass IT-Sicherheit zu einem weiteren Punkt auf einer Checkliste zu machen, was ich häufig dann sehe, gerade wenn man sowas dann in so Gesetze reinschreibt, dass dann da auch drin steht, ja, du musst auch was für IT-Sicherheit tun. Ja, dann hole ich mir meine 3 Consultancies, die ich mir geholt habe, um das Produkt zu bauen, noch eine 4. Consultancy, die dann am Ende einen Pentest macht, bei dem ich die Ergebnisse nicht verstehe. Nachhaltig kann so IT-Sicherheit nur funktionieren, wenn es nicht irgendwie für eine Gesetzesumsetzung oder was auch immer ein Budget gibt, sondern das kann nur funktionieren, wenn wir super nachhaltig in allen Strukturen, die wir in der Verwaltung nun mal so haben, Stellen dafür schaffen. Leute, die sich dauerhaft hinsetzen können und irgendwie an IT-Sicherheit immer weiterarbeiten können. Anders wird das nichts. Und das sehe ich bisher nicht. Das sehe ich nicht im Koalitionsvertrag. Das sehe ich aber auch sonst in der Umsetzung nicht wirklich. Das sehe ich nicht mal in Anhalt-Bitterfeld, dass da jetzt nachhaltig irgendwie Stellen geschaffen werden, dass Leute sich um IT-Sicherheit dort dauerhaft in der Menge kümmern, wie es so eine Kommune bräuchte. Und das ist traurig, weil so kommen wir nicht dahin, dass ich wieder mehr Sachen hacken kann, die Verwaltung doof findet, anstatt mir die Verwaltung anschauen zu müssen. Ja, Rüdiger Weiß. Ja, es ist halt ein mühsamer Weg. Also ich habe auch in meinem Leben, ich bin jetzt seit 2005 hier Professor, erkannt, dass so mein alter linke Idee, oh, lass mal sehr viel Staat machen, der ist das Ding, nicht für alles irgendwie eine tolle Lösung ist. Wobei natürlich die Berliner Verwaltung hat ja auch historisch so sehr eigene Eigenschaften. Kommt auch historisch daher, dass also 2 nicht funktionierende Verwaltungen von der Hauptstadt der DDR und West-Berlin, die einzige sozialistische Stadt, wo irgendwie Großteil der Leute beim Staat gearbeitet haben und ansonsten Zuschüsse geben, dass das 2 Bürokratien sind, gibt natürlich komische Dynamiken, aber in anderen Bereichen ist es ähnlich. Ist nur so halb unterhaltsam, insofern muss ich sagen, was mich ein bisschen optimistisch macht, ist erstens, dass da ein Dialog stattfindet und Dialog also auch über Jahre stattgefunden hat, wo das politische Klima sehr unterschiedlich war. Ich hoffe, dass es jetzt auch so weitergeht, ist ein Punkt. Der andere Punkt, also das ist das, was ich als Vereinsmeierei stärke, Zivilgesellschaft und unterschiedliche Diskussionen, Subsidiarität als wirklichen Teil der demokratischen DNA, speziell in Deutschland, gesehen habe. Und die zweite, was mich optimistisch macht, ist halt Open Source hat so viele fantastische Eigenschaften. So die ganze Diskussion, wir müssen was Nationales machen, ist doch wurscht, wenn wir das Open Source haben, was ich gesagt habe, ob das NSA, der Teufel oder irgendwie, wer es gerade der allerböste Nordkorea irgendwie gemacht hat, wenn es Open Source ist, gucke ich rein und kann das dann entscheiden. Also insofern muss ich sagen, da bietet wirklich die Wissenschaft und die Technik und das Open Source was irgendwie sehr interessante Dynamik hat, wo man sehr viel erzählen und erklären muss, immer noch. Aber das ist eine Sache, die mich, glaube ich, optimistisch macht. Und diese 2 Ideen, wo wir dieses Zertifizieren, deutsche Bürokratie und Open Source von Geräten und den anderen Sachen, da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob es klappt. Es wird auf jeden Fall, selbst wenn es klappt, sehr nervig und mühsam sein, da voranzukommen. Aber, Entschuldigung, als Hacker ist man da eine sehr große Sympathie für Sachen, die mühsam, anstrengend und nervig sind, weil nur das bringt die Wissenschaft und auch das Hacker und die Industrie voran. Also insofern möchte ich da vielleicht ein bisschen einen positiven Einsatz machen. Zum Beispiel freue ich mich jetzt, dass gleich auch 2 Vertreterinnen im Prototyp vorstellen. Das ist so ein bisschen in die Richtung, dass man da sehr viel verschiedene Kulturen bringt und insofern freut es mich sehr, dass wir dann den Abend dann auch mit diesem Teil dann noch beschränken können. Also insofern auch vielen Dank nochmal. Ja, zunächst mal nochmal vielen Dank an die Referenten hier. Sehr schön, dass Sie, Herr Scharpüser, extra von Bonn hier hingekommen sind. So eine direkte Begegnung, ein direktes Gespräch ist eben schon nochmal was anderes, als wenn man es nur online macht. Von daher an alle natürlich herzlichen Dank. Ich fand, es war eine spannende Diskussion und es hat ja manchmal erstaunlich viel Gemeinsamkeiten deutlich gemacht, wo man eher gedacht hätte, es gäbe viel Kontroversen oder viel mehr Kontroversen vielleicht noch. Aber Rüdiger Weiß hat natürlich recht. Wir beenden jetzt hier unsere Runde. Aber Marie Guthub und Francesca Giacco wollen eben die aktuelle Bewerbungsrunde für den Prototype Fund
jetzt noch kurz vorstellen und dann mache ich noch die Abmoderation. Herzlichen Dank. Ich habe am Anfang schon mal kurz über das Dialog für Cybersicherheit gesprochen. Herr Schabhüser, haben wir noch mal ein Mikrofon hier vorne? Herr Schabhüser sagt noch mal zu den konkreten anstehenden Terminen. Ja, in der Tat dachte ich, ist eine gute Gelegenheit, nochmal für den Dialog für Cybersicherheit des BSI zu werben und auch vor dem Hintergrund, dass ja der Mirko de Paoli auf die Idee gekommen ist, dass ich überhaupt hier hinkomme und darüber rede. Deswegen gerne nochmal möchte ich Werbung dafür machen und die nächsten Termine sind am 10. bis 12.05. wieder eine Denkwerkstatt für den Dialog für Cybersicherheit. Und da würde ich mich freuen, wenn viele von Ihnen mitmachen und sich beteiligen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, so ist dann auch der netzpolitische Abend jetzt wieder fast vorbei. Das Übliche bleibt noch, nämlich einmal zu sagen, dass wir als digitale Gesellschaft einfach Spenden brauchen und Fördermitglieder. Ich weiß, solche Aufrufe nerven immer, aber es ist einfach die Grundlage unserer Arbeit und wir müssen es immer wieder neu sagen. Das andere ist aber, der nächste netzpolitische Abend steht natürlich an, der 15. Netzpolitische Abend wird am 5. April diesen Jahres sein. Und dann freuen wir uns, wenn wir hier noch ein wenig miteinander zusammensitzen, stehen und reden können und gegebenenfalls was trinken können. Ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.